Verantwortung übernehmen, sich eventuell entschuldigen? Herzlich willkommen zu Heute im Parlament, zur Live-Übertragung der Regierungserklärung des Kanzlers. Wir schauen ins Plenum und sehen, die Regierungsbank, wo das Kabinett Platz nehmen wird, weist noch große Lücken auf. Doch der Bundeskanzler begrüßt schon einige Abgeordnete im Plenum. Wir nutzen die Zeit und geben ab zu meiner Kollegin Andrea, die im Plenum, kurz vor dem Plenum steht. Andrea, was ist denn deine Erwartung an die Rede des Kanzlers? Der Druck ist ja groß, dass es eine große Rede wird. Ja, der Druck ist groß. Du sagst es, Ines. Gefordert wird eine Rede im Stil der Zeitenwende. Durchaus wahrscheinlich ist allerdings, dass der Kanzler seiner Methode, seinem Stil treu bleibt und sich von den Erwartungen nicht treiben lässt. Er wird, so höre ich, sich zur Frage aller Fragen zum Haushalt 2024, wo und wie also diese Regierung in Zukunft Geld herbekommen möchte. Dazu wird er sich nicht äußern. Die Opposition hat diese Frage zur Gretchenfrage erklärt. Und da ist eben ein wichtiger Punkt der Orientierung in dieser schweren, von seiner Regierung verschuldeten Krise, den er heute wohl offen lassen wird. Und da ist die Frage, ob er tatsächlich den hohen Erwartungen an seine Rede heute hier gerecht werden kann. Die Ampel ist sich ja bei der Frage, wie die Finanzlöcher zu stopfen sind, nicht einig. Unüberbrückbar scheinen die Gegensätze. Das wird auch die Debatte heute zeigen, oder? Ja, es ist ja so, dass bisher die Sparvorschläge, die auf dem Tisch liegen, die betreffen eben immer die Lieblingsprojekte der anderen. Die Grünen müssen um die Kindergrundsicherung fürchten, die SPD um das Bürgergeld, die FDP hat Angst davor, dass es jetzt doch Steuererhöhungen geben könnte. Das ist die Gemengelage, das sind Unvereinbarkeiten, die bisher zusammengehalten wurden durch diesen Trick der bisherigen Haushaltsführung. Das hat das Verfassungsgericht ja jetzt als verfassungswidrig erklärt und jetzt muss eine andere Lösung her. Danke, Andrea, für diese ersten Eindrücke und Erwartungen. Scholz, der Kanzler, ist aufgerufen von der Bundestagspräsidentin Baas. Er müsste jetzt jeden Moment zum Pult gehen. Und dann hat er 25 Minuten für seine Regierungserklärung zum Haushalt. Zum Haushalt 23 und 24 in diesem Jahr eine ganz besondere Situation. Wir hören rein. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich auf das Thema unserer heutigen Debatte eingehe, möchte ich aus aktuellem Anlass eine Sache voranstellen. In den zurückliegenden Tagen haben die Terroristen der Hamas endlich Geiseln freigelassen. Die Geiseln, ihre Freunde und Angehörigen haben in den vergangenen Wochen Unvorstellbares durchgemacht. Umso glücklicher und auch erleichterter bin ich, dass sie nun in Freiheit und in Sicherheit sind. Dass unter den Freigelassenen auch mehrere Deutsche sind, ist ein weiterer Grund zur Freude. Allen, die sich in den zurückliegenden Tagen und Wochen für ihr Schicksal eingesetzt haben, in unzähligen vertraulichen Gesprächen, durch unermüdliche Diplomatie, sage ich für diesen Einsatz von ganzem Herzen Danke. Natürlich ist diese Freilassung nur ein erster Schritt. Noch immer hält die Hamas mehr als 100 Frauen, Männer und Kinder in ihrer Gewalt. Auch sie müssen nun unverzüglich freigelassen werden. Die Bundesregierung wird dazu weiter mit ganzer Kraft beitragen. Meine Damen und Herren, ich möchte hier im Deutschen Bundestag heute erklären, wie die Regierung mit den Folgen des jüngsten Urteils des Bundesverfassungsgerichts umgeht. Das Gericht hat sich am 15. November erstmals sehr detailliert und sehr weitreichend dazu geäußert, wie die sogenannte Schuldenbremse im Grundgesetz genau anzuwenden ist. Bereits zuvor gab es in derselben Sache einen Eilantrag. Schon in diesem Beschluss hielt das Gericht mit Blick auf die Regelung zur Schuldenbremse fest, und ich zitiere, dass die Tatbestandsvoraussetzung der maßgeblichen Verfassungsnormen in der Rechtsprechung des Senats bislang noch keine Konturierung erfahren haben. Noch keine Konturierung, das heißt, vieles im Umgang mit der Schuldenbremse war bislang rechtlich eher nicht eindeutig geklärt. In dieser Lage haben wir vor 2 Jahren haushaltspolitische Einschätzungen vorgenommen,
die vom Verfassungsgericht nun rechtlich verworfen worden sind. Das Bundesverfassungsgericht hat dadurch Klarheit geschaffen und das Gericht hat das letzte Wort. So ist es gute demokratische Tradition. Wissenschaftlich mag das Urteil weiter diskutiert werden, politisch aber ist die Diskussion mit dem Karlsruher Richterspruch beendet. Mit dem Wissen um die aktuelle Entscheidung hätten wir im Winter 2021 andere Wege beschritten, Wege, die das Gericht in seinem Urteil ebenfalls gewiesen hat. Das Urteil betrifft die Haushaltspraxis dieser Regierung, aber auch früherer und künftiger Regierungen. Das Urteil betrifft die bisherige Praxis des Bundes genauso wie die der vieler Länder und nicht nur, weil auch die Länder zum Teil in ganz ähnlicher Weise wie der Bund Sondervermögen nutzen. Wir haben in den vergangenen Tagen intensiv über die Folgen des Urteils beraten. Diese Beratungen sind, wie sollte es anders sein, noch nicht abgeschlossen. Sorgfalt geht dabei vor Schnelligkeit. Klar ist, dieses Urteil schafft eine neue Realität für die Bundesregierung und für alle gegenwärtigen und die zukünftigen Regierungen im Bund und in den Ländern. Eine Realität, die es allerdings schwieriger macht, wichtige und weithin geteilte Ziele für unser Land zu erreichen. Schwierig geworden ist es auch, weil Deutschland in den vergangenen zwei Jahren von schweren, unvorhergesehenen äußeren Krisen erschüttert worden ist. Und stellt das vor Herausforderungen, wie unsere Republik sie in dieser Konzentration und Härte wohl noch nicht erlebt hat. Applaus 527 Todesfälle und 69.901 Neuansteckungen am Tag. So lauteten die Zahlen im Corona-Tagesbericht des RKI am 8. Dezember 2021. Das war der Tag des Amtsantritts dieser Bundesregierung. Unser Land befand sich seinerzeit mitten in der Delta-Welle. Omikron stand bevor. Ganze Wirtschaftssektoren standen mit dem Rücken zur Wand. Zwei Monate später griff Russland die Ukraine an. Es gibt keinen Zweifel daran. Dieser Eroberungskrieg auf europäischem Boden schafft auf Jahre hinaus eine vollkommen veränderte sicherheitspolitische Lage für Deutschland und für ganz Europa. Unser Land war darauf unzureichend vorbereitet. Wir haben daraus Konsequenzen gezogen, übrigens auch gemeinsam mit Ihrer Fraktion, Herr Merz, und dafür bin ich dankbar. Deutschland ist heute der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine nach den Vereinigten Staaten von Amerika, auch bei den Waffenlieferungen. Wir setzen diese Unterstützung fort, so lange wie nötig. Unsere zivile Unterstützung kommt noch hinzu, über den Bundeshaushalt und auch über die Europäische Union. Geld, das wir natürlich bei Regierungsantritt und vor Kriegsbeginn nicht eingeplant hatten. Und doch ist diese Unterstützung von existenzieller Bedeutung. Für die Ukraine, das ist klar, aber auch am Ende für uns in Europa. Denn niemand von uns möchte sich ausmalen, welche noch viel gravierenderen Konsequenzen es für uns hätte, wenn Putin diesen Krieg gewönne. Mehr als 1 Million Ukrainerinnen und Ukrainer, Frauen, Männer und Kinder, sind innerhalb weniger Wochen vor Leid und Tod in ihrer Heimat nach Deutschland geflohen. Wir haben sie bei uns hier aufgenommen. Das war richtig. Das war ein Gebot der Menschlichkeit. Aber natürlich bedeutet die Aufnahme so vieler Menschen eine enorme Anstrengung, selbst für ein so starkes Land wie Deutschland. Kurz nach Kriegsbeginn hat Putin dann die Gaslieferung nach Deutschland zunächst gedrosselt und schließlich über Nacht komplett eingestellt. Nord Stream 1 und eine der Röhren von Nord Stream 2 wurden gesprengt. Die Pipelines also, die uns in den kommenden Jahren mit günstigem Gas versorgen sollten. Gas, das meine Amtsvorgängerin immer wieder und zu Recht als die notwendige Brückenenergie für die Energiewende bezeichnet hat. Mit dem Wegfall
von Lieferungen aus Russland fehlten auf dem Weltmarkt praktisch von einem Tag auf den anderen 120 Milliarden Kubikmeter Gas, wohlgemerkt bei gleichbleibender Nachfrage. Sie alle kennen die Folgen. Die Marktpreise gingen durch die Decke, zwischenzeitlich hatten sie sich mehr als verzehnfacht. Und noch immer ist Gas, unsere Brückenenergie, mehr als doppelt so teuer wie zu Beginn der Energiekrise. Das geht nicht spurlos vorbei an einem Industrieland wie Deutschland. Wir haben nicht nur schnell reagiert und in Rekordzeit Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten gebaut. Im vergangenen Winter 2022 haben wir bis zu 200 Milliarden Euro bereitgestellt, um den Bürgerinnen und Bürgern und unseren Unternehmen in dieser dramatischen Notlage die Sicherheit zu geben, damit sie zurechtkommen. Und es war richtig zu helfen, denn so haben wir Millionen Bürgerinnen und Bürgern und vielen Betrieben durch diese enorm schwierige Zeit geholfen. Dabei war von Beginn an klar, es reicht nicht aus, nur auf den Winter 2022/23 zu schauen. Es ging immer auch um den Winter 2023/24, von dem uns nahezu alle Expertinnen und Experten einhellig gesagt haben, er könne noch kritischer werden als der vorherige. Wenn wir die Mittel, die 2023 für diese Hilfen nötig gewesen sind, nun noch einmal im Haushalt verankern, dann bestätigen wir lediglich, was wir schon Ende 2022 beschlossen hatten, was damals nötig und richtig war und heute noch genauso nötig und richtig ist. Die Corona-Pandemie habe ich gerade schon erwähnt. Auch hier war es nötig und richtig, dass wir noch in der Vorgängerregierung umfangreiche Corona-Hilfen beschlossen haben, über mehrere Jahre hinweg. Auch hier ging es um Sicherheit und um eine Perspektive für die Bürgerinnen und Bürger. So und nur so ist Deutschland besser durch diese Jahrhundertpandemie gekommen als viele andere Länder. Es war nötig und richtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir unmittelbar nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ein Sondervermögen beschlossen haben, um unsere Bundeswehr über die kommenden Jahre hinweg zu stärken und besser aufzustellen. Und es war nötig und richtig, meine Damen und Herren, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, den Bürgerinnen und Bürgern im Ahrtal geholfen haben, als ihr Hab und Gut 2021 von den Wassermassen zerstört wurde. Natürlich ist der Wiederaufbau nach solch einer Katastrophe nicht in 5 Monaten beendet. So ein Wiederaufbau, oftmals von Null, dauert Jahre. Wir schulden es den Opfern und den Betroffenen vor Ort, dass wir ihnen dabei solidarisch zur Seite stehen, so wie wir es gemeinsam beschlossen und versprochen haben. Wir wollen die Hilfen für das Ahrtal und die Energiepreishilfen daher noch einmal im Haushalt für dieses Jahr verankern und von der Ausnahmeregel in Artikel 115 des Grundgesetzes Gebrauch machen. So schlagen wir es Ihnen im Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt 2023 vor. Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Weg in seinem Urteil ausdrücklich gewiesen. Mehr noch, es hat bestätigt, dass dem Gesetzgeber in außergewöhnlichen Notsituationen, wie Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 sie vorsieht, ein Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum zukommt. Eine neue Realität schafft das Urteil allerdings insofern, als Hilfen in solchen Notsituationen nun jedes Jahr vom Bundestag neu beschlossen werden müssen, aber auch neu beschlossen werden können. Damit trägt das Gericht dem Umstand Rechnung, dass die üblichen Spielräume eines regulären Haushalts in solchen Notsituationen eben nicht ausreichen. Wie also gehen wir mit dieser Realität nun konkret um? Erstens,
Noch am Tag des Urteils hat der Bundesfinanzminister Ausgaben aus dem Wirtschaftsplan des Klima- und Transformationsfonds gesperrt. Von der Sperre ausgenommen sind Verpflichtungen, die der Bund schon vertraglich eingegangen ist. Ausgenommen sind außerdem Maßnahmen, die die Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien im Gebäudebereich fördern. Das gebieten die Rechtssicherheit und die Verlässlichkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Mit einem Nachtragshaushalt für 2023 werden wir zudem die Rücklage des Klima- und Transformationsfonds um 60 Milliarden Euro verringern. Zweitens. Wir haben Vorsorge getroffen, damit nicht automatisch neue finanzielle Verpflichtungen für die kommenden Jahre eingegangen werden. Und zwar so lange, bis wir alle Fragen präzise beantwortet haben, die sich nach dem Urteil stellen. Wichtig ist, laufende Ausgaben sind davon nicht betroffen. Der Staat wird seinen Aufgaben auch weiterhin gerecht. Ich sage das auch an die Bürgerinnen und Bürger gerichtet, die aufgrund mancher wilder Vorschläge und manch gezielter Falschmeldungen in den sozialen Medien verunsichert sind. In ihrem Alltag, hier und heute, ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts, völlig unabhängig davon, ob sie Kindergeld oder BAföG bekommen, eine Rente oder Wohngeld. Drittens. Wir stellen sicher, dass der laufende Haushalt 2023 allen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entspricht. Das Kabinett hat gestern dem Entwurf eines Nachtragshaushaltes für 2023 zugestimmt. Dieser wurde dem Bundestag als Haushaltsgesetzgeber zugeleitet. Zudem werden wir dem Bundestag, wie schon gesagt, vorschlagen, einen Beschluss gemäß Artikel 115 Absatz 2 des Grundgesetzes zu fassen. Ich habe es gerade erwähnt. Damit sichern wir nachträglich die Energiepreisbremsen für 2023 ab, die im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erforderlich geworden sind. Das ist wichtig für die Bürgerinnen und Bürger, für unsere Krankenhäuser und für die Unternehmen. Und damit sichern wir auch die Unterstützung für die vom Hochwasser betroffenen Familien in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Wichtig ist, wir stellen dadurch die bereits vom Bundestag bewilligten Mittel zur Krisenbewältigung auf eine andere Rechtsgrundlage. So tragen wir den Vorgaben des Verfassungsgerichts Rechnung, aber eben auch der Tatsache, dass die Energiepreiskrise jetzt wohl definitiv noch nicht ganz beendet ist und die Zerstörung nach einer Jahrhundertflut noch nicht beseitigt sind. Dass wir die Energiepreisbremsen gleichwohl zu Beginn des kommenden Jahres beenden können, hat einen einfachen Grund. Inzwischen sind überall in Deutschland wieder Strom- und Gastarife verfügbar, die zwar deutlich höher liegen als vor der Krise, aber meist unterhalb der Obergrenzen, die wir für die Preisbremsen gezogen haben. Und ebenfalls spürbar unterhalb der Preise im vergangenen Herbst und Winter. Unsere Gasspeicher haben wir zudem so gut gefüllt, dass wir nicht mit plötzlichen Preissprüngen rechnen. Klar ist aber auch, sollten die Preise für Energie dennoch erneut unerwartet dramatisch steigen, sind wir jederzeit in der Lage, kurzfristig zu handeln. Viertens. Die Regierungsfraktionen haben vergangene Woche beschlossen, über die Auswirkungen des Urteils auf den Haushaltsentwurf für 2024 ausführlich zu beraten. Dafür haben sie den Abschluss der Haushaltsberatung verschoben. Das gibt uns Zeit, vorhandene Spielräume im Haushalt auszuloten, Schwerpunkte zu setzen und natürlich auch Ausgaben zu beschränken. Zusammen mit dem Bundestag arbeiten wir nun intensiv daran, alle Beschlüsse, die für den Haushalt 2024 nötig sind, so schnell wie möglich zu treffen. Denn die Bürgerinnen und Bürger und unsere Unternehmen brauchen in unruhigen Zeiten Klarheit. Und ganz klar ist, die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, dass der Staat seine Zusagen ihnen gegenüber einhält.
Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so geballt zu tun haben. You'll never walk alone. Das habe ich im vergangenen Jahr versprochen, und dabei bleibt es. Ich weiß jetzt nicht, wie ich Ihren Spaß da interpretieren soll, aber vielleicht ja so, you walk without Christian Democratic Union. Also das ist vielleicht kein so guter Einfall. Am Ende geht es dabei auch um etwas Grundsätzliches, nämlich um den Zusammenhalt in unserem Land, um den Sozialstaat. Es geht um die Frage, steht jeder für sich allein, wenn es schwierig wird, oder haken wir uns unter? Ich bin zutiefst überzeugt, wir alle kommen besser zurecht, wenn wir niemanden zurücklassen. Wir alle kommen besser zurecht, wenn wir uns den Herausforderungen Seite an Seite stellen. Klar ist auch, in unserer Unterstützung der Ukraine und bei der Bewältigung der Energiekrise dürfen wir auf keinen Fall nachlassen. Das wäre nicht verantwortlich, das würde unsere Zukunft gefährden. Und zugleich wäre es ein schwerer, ein unverzeihlicher Fehler, über die Bewältigung all dieser akuten Herausforderungen, die Modernisierung unseres Landes, zu vernachlässigen. Diese Modernisierung ist nötig und richtig. Sie schafft die Voraussetzung für gute Arbeitsplätze und eine starke Wirtschaft, damit das Fundament unseres künftigen Wohlstands gesichert bleibt. Natürlich haben auch die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder das allergrößte Interesse daran, dass Zukunftsinvestitionen bei ihnen vor Ort auch zustande kommen. Investitionen etwa in Chipindustrie, in klimafreundlichen Stahl- oder Batteriefabriken. Uns eint darüber hinaus eine Überzeugung. Nur wenn sich Deutschland modernisiert, werden wir in der Lage sein, auch künftig auf unvorhergesehene Krisen kraftvoll zu reagieren. Meine Damen und Herren, wir haben zu Beginn unserer Regierung entschieden, nicht länger zuzusehen, wie Deutschlands Infrastruktur verfällt. Und zwar klar, wir müssen jetzt kraftvoll in die Modernisierung Deutschlands investieren. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir in Deutschland die Transformation unserer Wirtschaft hinbekommen und als starkes Industrieland wettbewerbsfähig bleiben. Und wir müssen jetzt alles daran setzen, die Energiewende in Deutschland und Europa endlich voranzubringen, die von vielen Vorgängerregierungen versprochen wurde, aber niemals wirklich umgesetzt. Wir müssen jetzt den Reformstau auflösen. Wir müssen jetzt Tempo machen nach Jahren des Stillstands. Zu all diesen Zielen stehe ich. An all diesen Zielen arbeitet die von mir geführte Bundesregierung von Tag 1 an. Die großen Modernisierungsvorhaben für unser Land sind nicht hinfällig geworden. Im Gegenteil. Egal, wo man hinschaut, ob in die USA oder nach Frankreich, nach China oder Japan, überall sind Regierungen dabei, massiv in die Zukunft zu investieren. Weltweit investieren Länder in moderne und digitale Infrastruktur, in saubere Energieversorgung und in klimafreundliche Technologien. Wir sind mitten im Aufbruch in eine neue Ära, vergleichbar in seiner Dimension nur mit dem Aufbruch in das Industriezeitalter. Jetzt, schon in den allernächsten Jahren, entscheidet sich, wo künftig Wertschöpfung stattfindet, wo Innovation und Wohlstand zu Hause sind in einer klimaneutralen Welt. Ich will, dass Deutschland ganz vorne dabei ist, denn es geht für uns alle um viel. Es geht um sichere Arbeitsplätze, es geht um eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Es geht um ein gutes Leben für kommende Generationen und es geht um unsere Fähigkeit, auch künftige Krisen sicher zu bewältigen.
Mit diesen klaren Prämissen beraten wir jetzt über den Haushalt für das kommende Jahr, mit der nötigen Ruhe und in Verantwortung für unser Land. Darauf können die Bürgerinnen und Bürger sich verlassen. Dafür stehe ich als Bundeskanzler. Ich danke Ihnen. Kanzler Scholz mit seiner Regierungserklärung. Er begründete erneut die erneute Notlage, Ausrufung einer Notlage auch für das Jahr 2023, um auch für 2023 die Schuldenbremse erneut auszusetzen. Für das Jahr 2024, wo sich ja mit Blick auf den Haushalt noch größere Probleme auftun, sagte er nichts Konkretes, außer dass er und seine Regierung weiterhin zu den großen Zielen, den großen Projekten mit Blick auf den Umbau der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität weiterhin stehe. Wo konkret gespart werden könne oder gar solle, sagte er nicht. Zusätzlich versuchte er, die Bürger an mehreren Stellen, Bürger und Unternehmen gleichermaßen zu beruhigen. Vielen Dank. An ihrem Alltag würde sich durch die Haushaltssperre, die verhängte, nichts ändern. Nun der Oppositionsführer, Fraktionschef der Union, Friedrich Merz. Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zunächst zu Beginn sagen, dass wir den Dank und die Erleichterung teilen, die Sie, Herr Bundeskanzler, zu Beginn Ihrer Regierungserklärung zum Ausdruck gebracht haben, im Hinblick auf die Freilassung wenigstens einiger der Geiseln, die sich in den letzten Wochen in der Hand der Hamas-Terroristen in Israel befunden haben. Und ich will ausdrücklich im Namen unserer Fraktion sagen, wir danken denjenigen, die aus ihrer Regierung daran beteiligt waren, dies zu erreichen. Ausdrücklich herzlichen Dank an Sie. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen heute, so war es jedenfalls bis zum Beginn der Rede, Herr Bundeskanzler, mein Eindruck, über die Folgen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 15. November. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Entscheidung getroffen, die den Haushaltsgesetzgeber im Bund und in den Ländern in Zukunft zu einer strikten Ausgabendisziplin verpflichtet. Diese Entscheidung ist in der Sache richtig. Sie kommt zum richtigen Zeitpunkt und sie war vor allem notwendig. Lassen Sie mich das hier einmal deutlich sagen, weil darüber ein falscher Eindruck auch in Teilen der veröffentlichten Meinung entstanden ist. Wir haben über dieses Urteil nicht triumphiert. Uns ist die Tragweite dieser Entscheidung des Verfassungsgerichtes sehr wohl bewusst. Aber Herr Bundeskanzler, diese Entscheidung ist notwendig geworden, weil Ihre Regierung den Versuch unternommen hat, die Verschuldungsgrenzen des Grundgesetzes in einer in bisher in Deutschland nicht gekannten, geradezu dreisten Art und Weise zu umgehen. Und um hier sogleich den Behauptungen zu widersprechen, die ganz sicher von den Rednern der Koalition hier gleich vorgetragen werden. Das war weder eine Klage von uns gegen den Klimaschutz noch gegen die notwendigen Hilfen für die privaten Haushalte und die Unternehmen in Deutschland. Noch war sie dagegen gerichtet, was auch frühere Regierungen schon einmal versucht haben. Das war eine Klage, die gegen die bereits in Ihrem Koalitionsvertrag aufgeschriebene, von jeder bisherigen Staatspraxis abweichenden Manipulation unserer Verfassung notwendig geworden war, eine Vereinbarung in Ihrem Koalitionsvertrag, die dem Ziel diente, zum einen dem Wunsch der FDP zu entsprechen, auf Steuererhöhungen
und auf die Aussetzung der Schuldenbremse zu verzichten und zum anderen die ungehemmte Subvention aller Klimaprojekte der Bundesregierung weiter zu ermöglichen und zum dritten die Aufblähung des Sozialstaates für die Sozialdemokraten zu ermöglichen. Diese Quadratur des Kreises haben Sie versucht, und dieses Kartenhaus ist am 15. November 2023 zusammengebrochen. Das war das Ergebnis der Entscheidung von Karlsruhe. Und meine Damen und Herren, der Urheber dieser verfassungswidrigen Konstruktion war kein geringerer als Sie, Herr Bundeskanzler. Sie haben nämlich in der Übergangszeit der früheren Regierung auf die neue Regierung noch in Ihrer Funktion als Bundesfinanzminister genau diese, wie wir heute nun dezidiert wissen, verfassungswidrige Konstruktion erdacht. Dazu hätte ich von Ihnen erwartet, nachdem Sie nun eine solche Niederlage vor dem Verfassungsgericht haben einstecken müssen, übrigens schon die zweite in wenigen Wochen. Dazu hätten wir erwartet, dass es wenigstens mal ein Wort des Bedauerns von Ihnen gegeben hätte, wenn nicht auch ein Wort der Entschuldigung hier angebracht gewesen wäre. Herr Bundeskanzler, Sie wissen doch sonst immer alles. Vor allem wissen Sie immer alles besser als alle anderen. Sie haben hier eben die 41 Seiten, Sie haben hier eben die Vorentscheidung zitiert. Ist Ihnen aus dieser Vorentscheidung nicht aufgefallen, welche konkreten drei Punkte das Bundesverfassungsgericht genannt hat für die Hauptsacheentscheidung, die dann anschließend genauso gefolgt ist, wie eine ganze Reihe von Fachleuten, der Bundesrat, Ihre Mitglieder in der Bundesregierung doch teilweise auch Ihnen vorausgesagt haben, Sie hätten es wissen können, was das Bundesverfassungsgericht am 15. November 2023 entscheidet. Absturz eines Besserwissers nennt das der Spiegel in seiner Titelgeschichte in dieser Woche, und besser hätte es gar nicht beschrieben werden können. Nun will ich nicht nur hier Kritik üben heute Morgen, sondern ich will mich, weil es gerade von Ihnen so viele Zwischenrufe gibt, ich will mich bei einem Mitglied der Bundesregierung auch einmal ausdrücklich und sehr herzlich bedanken. Das ist der Vizekanzler. Herr Habeck, Sie haben es für richtig gehalten, bei Ihrem Parteitag in der letzten Woche meine Partei, die CDU, als eine Partei aus den 90er Jahren zu bezeichnen. Damit habe ich gerechnet, dass das bei Ihnen kommt. Vielen Dank. Ich empfinde es nämlich wirklich als ein großes Kompliment, was Sie da gesagt haben. Wir hatten in den 90er Jahren Wirtschaftsminister auf der Regierungsbank sitzen, die wirklich etwas von Wirtschaftspolitik verstanden haben. Wir hatten Außenminister auf der Regierungsbank sitzen, die nicht mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt gereist sind, die überall hoch anerkannt waren und von denen kein einziger auf den Gedanken gekommen wäre, sich bei einer Israel-Resolution bei den Vereinten Nationen für Deutschland der Stimme zu enthalten. Wäre kein einziger auf die Idee gekommen. Und wir hatten einen Finanzminister, Theo Weigel, der in 10 Jahren trotz größter fiskalischer Herausforderungen Deutschland sicher in die Währungsunion geführt hat. Und Herr Bundeskanzler, wir hatten mit Helmut Kohl einen Bundeskanzler auf der Regierungsbank sitzen, der mit der deutschen Einheit, mit dem europäischen Binnenmarkt und mit der Währungsunion wirklich Geschichte für Deutschland und Europa geschrieben hat. Davon sind Sie doch Lichtjahre entfernt, insbesondere mit der Regierungserklärung, die Sie heute Morgen hier abgegeben haben. Nun kann man ja vom Rednerpult aus nicht immer die Regierung jeden Tag und jede Minute hier anschauen. Aber wenn Sie mal gesehen hätten, wie Ihre Regierung hier, welchen Gesichtsausdruck Ihre Regierung bei Ihrer Regierungserklärung hatte, meine Damen und Herren, das ist jetzt heute, das ist die Regierung der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Es ist einfach nur noch peinlich, was wir von Ihnen hier sehen und hören. Und Herr Bundeskanzler, Sie haben im Februar des letzten Jahres von dieser Stelle aus eine viel beachtete Regierungserklärung abgegeben mit dem Wort Zeitenwende.
Dieses Wort findet in Ihrer Regierungserklärung heute keine Erwähnung mehr. Was Sie hier vorgetragen haben, sind doch rein technische Antworten auf eine hochpolitische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie haben keine Ahnung von dem, was da in den nächsten Jahren auf Sie und auf uns zukommt. Es tut mir herzlich leid, aber ich muss es nach dieser Regierungserklärung einmal so deutlich sagen. Ich will es nicht überstrapazieren und will Ihnen nicht zu viele Vergleiche zumuten. Aber verglichen allein mit den Kanzlern, die Ihre einstmals so stolze Partei, die SPD, hier in Deutschland gestellt hat, verglichen mit Willy Brandt, verglichen mit Helmut Schmidt, sogar mit Gerhard Schröder, muss man doch spätestens nach dieser Regierungserklärung von heute Morgen zu dem Schluss kommen. Sie können es nicht. Die Schuhe, Herr Bundeskanzler, die Schuhe, in denen Sie stehen, die Schuhe, in denen Sie stehen als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, die sind Ihnen mindestens zwei Schuhnummern zu groß. Anders kann man es nicht sagen, nach dem, was wir heute Morgen hier von Ihnen gehört haben. Aber die Lage unseres Landes ist zu ernst, als dass wir daran nun Freude haben könnten. Sie gefährden mit Ihrer Politik den Wohlstand und die Zukunft unseres Landes, vor allem die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Wir müssen möglicherweise damit rechnen, dass Sie nach den letzten Turbulenzen in Ihrer Koalition der letzten zwei Wochen jetzt noch versuchen, zwei Jahre über Wasser zu bleiben und die Streitereien und die Konflikte in Ihrer Koalition einfach so weitergehen. Und damit die nachfolgenden Redner der Koalition hier sofort die Antwort von mir bekommen, sie werden uns wieder an unsere staatspolitische Verantwortung erinnern, die wir in diesem Lande tragen. Ja, das werden Sie ja tun. So, ich will Ihnen, meine Damen und Herren, ich will Ihnen die Antwort geben, was wir als staatspolitische Verantwortung unserer Fraktion empfinden. Die wichtigste ist, Ihnen auf die Finger zu schauen und wann immer dies notwendig ist, dafür zu sorgen, dass Sie jedenfalls mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln dazu gezwungen werden, unsere Verfassung einzuhalten. Das ist zunächst einmal das Allerwichtigste. Und nur damit Sie nicht wieder überrascht sind, was dann möglicherweise das Bundesverfassungsgericht später entscheidet, will ich Sie daran erinnern, dass noch fünf Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht gegen Ihre Regierung anhängig sind, zur Wahlprüfung hier in Berlin, zum Heizungsgesetz, zur Verkürzung der Informations- und Auskunftspflichten des Parlaments, zur Verweigerung eines Untersuchungsausschusses in Sachen Scholz-Warburg, ein einmaliger Vorgang in der Parlamentsgeschichte, dass Minderheitenrechte des Parlaments so missachtet werden wie von Ihnen, und schließlich gegen die Manipulation des Wahlrechts. Darauf können Sie sich einstellen, für die nächsten Wochen und Monate weitere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Legen Sie sich diese Liste ganz oben auf Ihren Schreibtisch, damit Sie nicht vergessen, was das Bundesverfassungsgericht noch zu entscheiden hat in den nächsten Wochen. Unsere staatspolitische Verantwortung besteht außerdem darin, Ihnen immer dann, wenn wir es in der Sache für richtig halten, zuzustimmen und an den Gesetzen unseres Landes konstruktiv mitzuwirken. Das haben wir in den letzten zwei Jahren getan. Ja, meine Damen und Herren, es ist Ihnen möglicherweise entgangen. Mich hat es auch etwas überrascht, aber wir haben mehr als der Hälfte der Gesetze Ihrer Koalition im Deutschen Bundestag zugestimmt. Manchem vielleicht hätten wir gar nicht zustimmen sollen. Wir haben es getan aus Überzeugung, weil auch Kompromisse notwendig sein müssen hier im Parlament. Unsere staatspolitische Verantwortung, meine Damen und Herren, besteht auch darin, Vorschläge zu machen, wie wir wieder auf einen Weg zurückkehren können mit umweltverträglichem Wachstum und hoher Beschäftigung, ohne dabei unsere Staatshaushalte zu ruinieren. Und damit Sie sich bitte keine Illusionen machen. Wir werden an der Schuldenbremse des Grundgesetzes festhalten. Und versuchen Sie erst gar nicht, einen Keil in die Union zu treiben. Versuchen Sie es erst gar nicht. Versuchen Sie es nicht, meine Damen und Herren.
Die Entscheidungen werden hier im Deutschen Bundestag getroffen und nicht im Rathaus von Berlin. Wir entscheiden hier darüber. Wir reden nicht nur über Nachhaltigkeit in der Umweltpolitik, wir reden auch über Nachhaltigkeit in den Staatsfinanzen. Und wir werden Ihnen nicht die Hand dazu reichen, wieder zurückzufallen in die alten sozialdemokratischen Muster einer stetig steigenden Staatsverschuldung. Und übrigens an dieser Stelle, Herr Bundeskanzler, da stehen in den nächsten Tagen in Brüssel einige Entscheidungen zur Wirtschafts- und Währungsunion und zur Fortsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes an. Wir müssen Ihnen dabei helfen, dass auch Deutschland ein klares Signal der stabilen Staatsfinanzen in der Währungsunion kommt. Wenn in Deutschland die Dämme brechen, werden sie auch in allen anderen Ländern der Währungsunion nicht halten. Da hat Deutschland eine Vorbildfunktion, und die müssen Sie, ob Sie wollen oder nicht, auch wahrnehmen. Und dann sage ich Ihnen sehr konkret zu den Themen, wo wir Ihnen anbieten, etwas besser zu machen. Wenn Sie Ihre Wirtschafts-, Energie- und Umweltpolitik neu ausrichten wollen mit wirklicher Technologieoffenheit und mit marktwirtschaftlichen Instrumenten, wie, ja, ich weiß, bei diesem Wort reagieren Sie sofort allergisch, Marktwirtschaft verstehen Sie überhaupt nicht, können Sie nicht mehr schreiben, geschweige denn auch wirklich Politik machen damit. Meine Damen und Herren, wenn Sie das wollen, statt der staatlichen Steuerung und Subvention aller Transformationsprozesse, dann haben Sie uns an Ihrer Seite. Wenn Sie Arbeitsmarktpolitik ändern wollen, mit dem Ziel einer vernünftigen Balance zwischen Fördern und Fordern, wenn Sie wollen, dass sich Beschäftigung im Arbeitsmarkt immer und grundsätzlich mehr lohnt als der Bezug von Transferleistungen, dann haben Sie uns an Ihrer Seite. Und wenn Sie darauf verzichten wollen, unter der Überschrift der Kindergrundsicherung zunächst einmal 5.000 neue Stellen im öffentlichen Dienst zu schaffen, wenn Sie darauf verzichten wollen, Herr Bundeskanzler, dann haben Sie uns an Ihrer Seite. Und wenn Sie überhaupt einmal aufhören, dieses Land mit einer bisher nie gekannten Bürokratie zu überziehen, dann haben Sie uns an Ihrer Seite. Und Herr Bundeskanzler, wenn Sie mit uns reden wollen, wie wir das gegebenenfalls gemeinsam auf den Weg bringen, dann kommen Sie gern zu mir, und dann können wir über fast alles miteinander reden. Aber wenn Sie mit Ihrer Regierung so weitermachen wie bisher, und Ihre Regierungserklärung von heute Morgen gibt einem das sichere Gefühl, dass Sie keinerlei Veränderungen an dem vornehmen wollen, was Sie in Ihrer Rechthaberei in den letzten Wochen und Monaten hier gesagt und getan haben. Wenn Sie weiter uneinsichtig sind, wenn Sie weiter streiten, wenn Sie weiter unsere Staatsfinanzen gefährden und unsere Volkswirtschaft vor die Wand fahren, dann werden wir alles dafür tun, dass der Spuk mit Ihrer Bundesregierung so schnell wie möglich beendet wird, meine Damen und Herren. Das ist die staatspolitische Verantwortung der Opposition in diesem Deutschen Bundestag mit Ihrer Bundesregierung, Herr Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Friedrich Merz von der Union, der Oppositionsführer mit einer aggressiven, von Häme geprägten Replik auf die Regierungserklärung des Kanzlers. Er zeigte sich enttäuscht, dass Scholz kein Wort des Bedauerns geäußert hat, auch keine Entschuldigung. Er nannte ihn einen Klempner der Macht, dem die Schuhe zu groß seien, die Schuhe des Kanzlers. Das klang nicht unbedingt nach Handreichung der Union in Richtung Ampel. Das klang nicht nach einer großen Koalition, auch nicht nach einer temporären, die ja in den vergangenen Tagen und 2-3 Wochen bereits ansatzweise diskutiert worden war. Es folgt nun Katharina Dröge, Co-Fraktionschefin der Grünen. Ich denke, von ihr werden wir nun ganz andere Ansätze hören, wie denn der Haushalt 2024 trotz der großen Finanzlöcher zu stemmen sein könnte. Ich denke, sie wird erneut betonen, dass man von Investitionen, von den geplanten Zielen, vom Umbau der Wirtschaft nicht abrücken wird.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Applaus ist immer gut für alle. Und jetzt fahren wir weiter in der Debatte. Und als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Katharina Dröge. Ja, selten hat die Union meine Rede so begeistert angekündigt. Aber im Ernst, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Merz, Sie hätten heute eine Chance gehabt. Sie hätten eine Chance gehabt, sich hier als Mann darzustellen, der vielleicht auch irgendwann einmal wieder Verantwortung in diesem Land tragen möchte. Sie hätten eine Chance gehabt, eine Rede zu halten, die der Lage angemessen gewesen wäre. Und ich frage mich, warum gelingt Ihnen das eigentlich nie? Warum schaffen Sie es nicht, selbst in einer Situation wie dieser nicht, einmal den Eindruck zu erwecken, dass die Menschen in diesem Land und dass die Unternehmen, die sich gerade um ihre Zukunft sorgen, dass die ihnen wichtiger sind, dass sie sich mit denen ernsthafter beschäftigen als mit parteitaktischem Hin und Her und billigen Punkten für die Union? Warum schaffen Sie das nicht? Die Realität, die sieht nämlich folgendermaßen aus. 738 Milliarden Dollar. 738 Milliarden Dollar. Das ist das, was die USA investieren, um die amerikanische Wirtschaft nach vorne zu bringen, um mit Klimaschutz neue Jobs zu schaffen. 738 Milliarden Dollar, das ist eine Zahl, die aus meiner Sicht eins deutlich macht. Wer hier nicht mitspielt, verliert. Wer nicht bereit ist, in relevanter Größenordnung einzusteigen, bei Investitionen in grüne Technologien, bei Investitionen in Infrastruktur, die die Zukunft bringen, der wird im Wettbewerb zwischen den größten Wirtschaftsräumen der Welt gnadenlos verlieren. Und ehrlich gesagt, das sollte niemand wollen. Ich kann zumindest für diese Koalition sagen, wir wollen das explizit nicht. Wir wollen, dass Unternehmen Jobs in Deutschland schaffen, wenn sie Batteriefabriken investieren oder in die Chipproduktion. Wir wollen, dass Unternehmen in Energieeffizienz investieren, weil sie was fürs Klima bringen, aber weil sie den Unternehmen eben auch Kosten sparen. Wir wollen, dass Unternehmen den Sprung wagen in neue Technologien. Stahl erzeugt mit grünem Wasserstoff. Zement produziert mit deutlich weniger CO2. Wir wollen, dass Solarmodule wieder in Sachsen hergestellt werden. Und deswegen ist es notwendig, dass wir hier weiter investieren und dass wir die Wirtschaft an dieser Stelle unterstützen. Und ich bin wirklich froh, dass es dafür mittlerweile auch breite Unterstützung gibt. Alle Wirtschaftsminister vom Bund und in allen Bundesländern gemeinsam, jeder politischen Farbe, haben sich gestern gemeinsam dafür ausgesprochen, dass die Investitionen im Klima und Transformation fortgesetzt werden können. So sieht das nämlich aus. Wenn die CDU irgendwo Verantwortung trägt, dann erkennt sie auch die Realität. Uns geht es um die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Uns geht es darum, dass unsere Unternehmen international wettbewerbsfähig sind. Uns geht es darum, Hunderttausende Arbeitsplätze in diesem Land zukunftsfähig zu erhalten. Und deshalb ist es keine gute Nachricht. Und es kann auch keine gute Nachricht aus Sicht einer Oppositionsfraktion sein, auch nicht aus Sicht der CDU, wenn nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 60 Milliarden Euro im Klima- und Transformationsfonds nicht mehr genutzt werden können. Und dann kann man sich hier nicht so schulterzuckend hinstellen und sagen, ist mir doch egal, wenn diese Investitionen nicht mehr möglich sind, ist mir doch egal, wenn die Wirtschaft dann in eine Wirtschaftskrise rutscht, das Geld ist eben weg. Sie haben hier mit Ihrem Gelächter ziemlich deutlich gemacht, dass Ihnen das Schicksal von Unternehmen, die sich gerade Sorgen um diese Zukunft machen, dass Ihnen das Schicksal von Beschäftigten in diesem Land, die Antworten brauchen, ehrlich gesagt ziemlich egal sind. Sie finden das ja sogar lustig. Und ich muss Ihnen sagen, ich werfe Ihnen nicht vor, dass Sie geklagt haben. Ich werfe Ihnen nicht vor, dass Sie geklagt haben. Es ist das gute Recht einer Opposition, Gesetze, auch welche, die Sie selbst in ähnlicher Art und Weise gemacht haben, es ist hier egal, Gesetze in Karlsruhe überprüfen zu lassen. Das werfe ich Ihnen nicht vor.
Und ich sage auch ganz deutlich, das Urteil aus Karlsruhe, das ist sonnenklar. Das ist hart, das ist klar, das ist eindeutig, so wie wir den Nachtragshaushalt 2021 gebucht haben. So ging es offensichtlich nicht. Das haben wir als Regierung gemeinsam falsch eingeschätzt und das bedauern wir. Das kann ich ganz klar sagen. Das war für niemanden gut, dass wir das falsch eingeschätzt haben. Und das räumen wir jetzt auf. Das ist die Verantwortung, der wir uns stellen. Schritt für Schritt. Das Erste, was wir machen, ist der Nachtragshaushalt 2023. Wir schaffen Sicherheit. Sicherheit für die Menschen, die angewiesen waren in einer Energiekrise auf Gas- und Strompreisbremsen, mit denen wir in einem schwierigen Winter im letzten und in diesem bezahlbare Energiepreise garantiert haben. Und das ist wichtig. Wir schaffen auch jetzt den Prozess für den Haushalt 2024. Und ja, das gebe ich auch ganz unumwunden zu. Da liegt in dieser Koalition noch ein Stück Arbeit vor uns. Da müssen wir uns noch darauf verständigen, weil das Urteil von Karlsruhe nicht einfach war, weil der Weg auch nicht leicht ist, das jetzt zu realisieren. Aber wir haben ganz klar miteinander gesagt, wir als Koalitionsfraktion, wir verhandeln das miteinander. Wir werden Lösungen finden. Wir werden das zügig umsetzen und mit der notwendigen Sorgfalt. Darauf können sich die Menschen in diesem Land verlassen. Und Sie, Herr Merz, Sie haben ja jetzt in Ihrer Rede vor allen Dingen gesagt, was mit Ihnen alles nicht geht. Und das finde ich sehr bedauerlich. Und deswegen muss ich noch mal positiv anerkennen, es gibt zum Glück nicht nur eine Union. Es gibt zum Glück auch noch eine Union, die in Bundesländern Verantwortung trägt. Die weiß, wie es sich anfühlt, wenn man ein Land regiert. Die weiß, wie es sich anfühlt, wenn man vor den Unternehmen steht und ihnen sagt, wie geht es weiter. Und diese Union, die hat zum Glück auch konstruktive Vorschläge gemacht. Herr Wegner, Herr Kretschmer, Herr Haselhoff, Herr Wüst, die alle haben Vorschläge gemacht, die wir sehr ernsthaft miteinander diskutieren können. Das begrüße ich ausdrücklich. Wenn die Ministerpräsidenten der Union sagen, sie halten eine Modernisierung der Schuldenbremse für notwendig, dann kann ich für mich sagen, ich finde das nachvollziehbar. Denn die Schuldenbremse, so wie sie handwerklich damals auch von Ihnen ausgestaltet wurde, die führt nicht dazu, dass wir weniger Schulden machen. Die führt im Endeffekt nur dazu, dass wir Schulden in der sinnlosesten aller möglichen Formen machen. Wenn wir künftigen Generationen kaputte Autobahnbrücken hinterlassen, dann hinterlassen wir ihnen auch Schulden. Denn künftige Generationen können diese Brücken in Zukunft ja nicht alle zusammenbrechen lassen. Das würde in Deutschland einen Verkehrskollaps heraufbeschwören, den niemand wollen kann. Deswegen, zukünftige Generationen werden trotzdem investieren müssen. Nur dann wird es eben teurer, weil wir zu spät gehandelt haben. Dann wird es komplizierter, dann gibt es mehr Ärger. Und deswegen ist das die sinnloseste Form von Verschuldung, die man sich ausdenken kann. Und generationengerecht ist daran gar nichts. Man kann auch andere Vorschläge diskutieren. Daniel Günther in Schleswig-Holstein ist mit seiner Regierung einen Weg gegangen. Er hat jetzt gesagt, krisenbedingt erklären wir die Notlage auch noch mal für den Haushalt 2024. Und ja, der Krieg in der Ukraine, der Krieg von Russland dauert an und er wird sogar schlimmer. Und deswegen ist es wichtig, dass wir all unsere Anstrengungen weiterhin darauf konzentrieren, die Ukraine zu unterstützen mit Waffen, mit humanitärer Hilfe und dass wir hier unsere Anstrengungen eher noch verstärken, als dass wir darin nachlassen. Und deswegen finde ich es sinnvoll, dass Daniel Günther gesagt hat, lasst uns alles offen prüfen, auch diesen Weg. Und jetzt komme ich zu dem, was Sie vorgeschlagen, Herr Merz. Und da fehlt es mir wirklich an Ernsthaftigkeit und ein Stück weit auch an Anstand. Dass ausgerechnet von Ihnen als allererster Vorschlag kam, bei der Bekämpfung von Kinderarmut kürzen zu wollen, das finde ich wirklich schäbig. Ausgerechnet bei der Bekämpfung von Kinderarmut. Ich hätte gedacht, es wäre Konsens unter demokratischen Parteien, dass wir alle dafür verpflichtet sind, das bestmöglichste Aufwachsen von Kindern in diesem Land zu garantieren. Ausgerechnet bei den Schwächsten in dieser Gesellschaft als erstes zu kürzen. Ausgerechnet bei denjenigen, die wir am meisten schützen müssen und die wir am meisten unterstützen zu müssen. Dass das der allererste Vorschlag ist, der Ihnen eingefallen ist, hier zu kürzen, da haben Sie komplett den Kompass verloren. Und eine zweite Bitte.
Hören Sie auf, mit dem Bürgergeld zu zündeln. Sie wissen selber, dass es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes gibt, das uns aufgetragen hat, dass wir Menschen im Bürgergeld ein menschenwürdiges Existenzminimum garantieren müssen. Ich persönlich finde das in der Sache auch absolut richtig, politisch und moralisch. Aber selbst wenn Sie das nicht teilen, selbst wenn Sie das aus irgendwelchen Gründen nicht richtig finden, Menschen ein menschenwürdiges Existenzminimum zu garantieren, dann müssen Sie anerkennen, dass das nicht gilt. Dann müssen Sie anerkennen, dass das auch ein Grund war, warum wir das Bürgergeld im letzten Jahr gemeinsam reformiert haben und Sie im Übrigen zugestimmt haben, weil uns das Bundesverfassungsgericht das aufgetragen hat. Und Redlichkeit in der Politik bedeutet, dass man sich nicht nur ein Urteil aussucht, das einem gefällt, weil man damit gerade mal in der Bundesregierung Probleme machen kann. Redlichkeit in der Politik bedeutet dann, dass man jedes Urteil des Bundesverfassungsgerichts ernst nimmt, das zum Bürgergeld, das zum Klimaschutz und das zum Haushalt. Dann ist man eine ernsthafte Rechtsstaatspartei. Wir haben diesen Anspruch. Wir machen ernsthafte Politik für dieses Land. Und ich kann Sie wirklich nur einladen, nehmen Sie alle Urteile ernst. Danke. Co-Fraktionschefin der Grünen, Katharina Dröge, ebenfalls mit einer sehr emotionsgeladenen Rede. Sie verteidigte die geplanten Investitionen der Ampel, die in den Umbau der Wirtschaft hin zu mehr Klimaneutralität gehen soll. Als Beispiel, als Vorbild, wenn man so will, führte sie Schleswig-Holsteins Daniel Günther an, der nun für Schleswig-Holstein erneut eine Notlage ausgerufen hat, um erneut die Schuldenbremse auszusetzen. Es folgt hier im Bundestag Alice Weidel von der AfD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Bundeskanzler, sehr geehrte Damen und Herren. Keine zwei Jahre Ampel und Deutschland steckt in der Dauerkrise und steht am Rand der Zahlungsunfähigkeit. Dieser Verfassungsbruch ist beispiellos in der Geschichte Deutschlands. Die Bürger haben in dieser Lage nicht auf ihre Regierungserklärung gewartet, Herr Scholz, sondern auf ihre Rücktrittserklärung. Zwei Drittel der Deutschen wollen, dass diese Ampel endlich ein Ende nimmt. Dass diese Regierung immer noch im Amt ist, zeigt ihre Missachtung für den Souverän, den Bürger. Sie haben genug von einem Kanzler, der sich mit angeblichen Gedächtnislücken aus seiner Verstrickung in einen der größten Steuerbetrugsskandale der Republik herauswinden will. Beweismittel verschwinden. Sie haben genug von einem ökonomischen Analphabeten als Wirtschaftsminister, der die Wirtschaft zugrunde richtet und die Bürger über Heizungsdiktate enteignet. Sie haben genug von einer Außenministerin, die 100.000 Euro im Jahr für ihr Styling ausgibt, aber von einem diplomatischen Desaster ins nächste stolpert. Sie haben genug. Das ist wunderbar, dass Sie wieder aus der FDP da rausbrüllen. Sie haben nämlich auch genug von einem FDP-Finanzminister, der verfassungswidrige Haushalte verabschiedet, um dieses grüne Narrenschiff mitzufinanzieren und der die Schuldenbremse abschaffen will. Und Sie haben genug von einer Innenministerin, die selbst das größte Sicherheitsrisiko ist, weil sie die Grenzen und die Bürger nicht schützen will. Diese Koalition regiert gegen die Vernunft, gegen die Wirklichkeit, gegen den Willen und das Wohl der Bürger. Und sie regiert gegen unsere Verfassung. Wir stecken in der tiefsten Wirtschaftskrise, seit es die Bundesrepublik Deutschland gibt. Die Deindustrialisierung ist im vollen Gange. Ein Insolvenz-Tsunami nach dem anderen rollt über unser Land. Das ist Ihr Werk. Das ist Ihr Werk Ihres Planwirtschaftsministers und Ihrer hochsubventionierten Energiewende und Klimapolitik. Sie verteuern Energie durch Staatseingriffe, verteilen dann Subventionen an Teile der Industrie, während Sie den Mittelstand mit horrenden Energiepreisen hängen lassen
und über CO2-Abgabe und Transportmauterhöhung zusätzlich die Preise noch erhöhen. Diese Interventionsspirale führt direkt in die Verarmung. Unternehmen, Normalverdiener und Rentner bluten für ihre Transformation. Sie brechen selbst ihr Versprechen, die Mehrwertsteuer für die Gastronomie nicht wieder anzuheben. Damit geben Sie dem Gastgewerbe den Todesstoß. Ihr Bürgergeld treibt die Sozialkrise auf die Spitze. Die Fleißigen werden bestraft. Kein Wunder, dass in ganzen Branchen wertvolle Arbeitskräfte aus der Steuer- und Abgabenspirale in das Bürgergeld flüchten. Wer arbeitet, ist der Dumme. Wer arbeitet, ist der Dumme und legt nicht mehr für sich und die Seinen den Rücken krumm, sondern für Abkassierer aus aller Welt. 62% der Familien im Bürgergeldbezug haben keinen deutschen Pass. Ihr Bürgergeld ist ein Etikettenschwindel. Es ist ein Migrantengeld, ein Einwanderungsmagnet. Die Migrationskrise bringt unser Land an den Rand des Zusammenbruchs. Fast eine 500.000 Sozialmigranten allein dieses Jahr rechnet man die Asylerstanträge und den Familiennachzug zusammen. Das kostet uns nach den offiziellen Zahlen 50 Milliarden Euro jährlich. Sie bringen diese Menschenmassen in Luxushotels unter und quartieren sie in Altenheime ein, während die Normalverdiener und Rentner kaum noch über ihre Runden kommen. Und trotzdem lassen Sie die Tore sperrangelweit offen und glauben, Sie können das Volk durch wirkungslosen Aktionismus noch einmal ruhig stellen. Die Bürger aber spüren am eigenen Leib, dass die unkontrollierte Masseneinwanderung in eine umfassende Sicherheitskrise geführt hat. 4-mal mehr Deutsche als Zuwanderer werden Opfer von Tötungs-, Gewalt- und Rohheitsdelikten als umgekehrt. Die Gewaltkriminalität explodiert, die Zahl der ausländischen Straftäter auch. Für Frauen ist der öffentliche Raum zum Risikogebiet geworden, das sie lieber meiden. Mehr als 2 brutale Gruppenvergewaltigung am Tag verzeichnet die Kriminalstatistik. Was haben Sie da auf unser Volk losgelassen? Für den Verfall der inneren Sicherheit tragen Sie von der CDU und CSU genauso die Verantwortung. Und auf einmal empören Sie sich über importierten islamischen Judenhass, als hätten Sie eben erst bemerkt, dass es den gibt. Sie haben hunderttausende junge Männer ins Land geholt, die in judenfeindlichen, gewaltbereiten Kulturen sozialisiert sind. Sie lassen zu, dass fundamentalistische Islamverbände einen Staat im Staate bilden. Die Verantwortung für wachsenden Antisemitismus haben Sie mit Fake-Statistiken der einheimischen Bevölkerung zugeschrieben. Ihr plötzlicher Aktionismus ist heuchlerisch, solange Sie weiter über den alltäglichen deutschen feindlichen Alltagsterror gegen die einheimische Bevölkerung schweigen. Die Krise ist längst eine umfassende, manifeste Vertrauenskrise geworden. Ihre Politik delegitimiert die demokratischen Institutionen in den Augen der redlichen Bürger. Sie tun so, als hätte es das vernichtende Urteil des Bundesverfassungsgerichtes überhaupt gar nicht gegeben. Sie wollen auf diesen Verfassungsbruch gleich den nächsten folgen lassen. Aber Sie haben gar kein Milliardenloch. Das ist lächerlich, es ist absurd in Anbetracht einer Rekordgesamtsteuereinnahme von 1 Billion Euro. Das muss man sich mal vorstellen. 1 Billion Euro. Das heißt, Sie haben nicht zu wenig. Sie haben Rekordgesamtsteuereinnahmen, mit denen Sie gar nicht umgehen können, wie alle Sozialisten. Der Weg aus der Krise führt über die Rückkehr zur Vernunft. Stoppen Sie die Massenmigration, indem Sie die Grenzen schließen und Einwanderungsmagneten wie Bürgergeld, Kindergrundsicherung, Passverramschung und Aufenthalt für alle abschalten. Lösen Sie die Klimafonds auf und beenden Sie das Milliardengrab Energie- und Mobilitätswende. Es ist so einfach. Verzichten Sie darauf, zig Milliarden in alle Welt zu verteilen für ideologische Entwicklungshilfe, Klimaschutz in Indien und auch für die Ukraine.
Reduzieren Sie die Zahlungen an die EU und setzen Sie sich für eine freiheitliche Reform der europäischen Staatengemeinschaft ein. Dann bleibt auch Geld für die Lösung der dringenden Probleme in unserem Land. Senkung der Steuern und Abgaben, Förderung von Familien, sichere Renten, Sanierung des Gesundheitssystems, Wohnungsbau, bessere Schulen, sichere Innenstädte und Grenzen und eine funktionierende Armee. Sie aber riskieren Steuerkollaps, Chaos und den Staatsbankrott. Und darum brauchen wir eine neue Regierung, um aus diesem Krisensumpf herauszukommen. Darum öffnen Sie den Weg für neue Wahlen und erlösen Sie dieses Land von der Ampelregierung. Ich bedanke mich. Alice Weidel von der AfD, die zum Schluss ihrer Rede zu Neuwahlen, die Ampel zu Neuwahlen aufgefordert hat. Zuvor ein Rundumschlag gegen die Regierungskoalition. Unter anderem versuchte sie, eine Kluft zu treiben, einen Keil zu treiben zwischen FDP und Grüne, indem sie dem FDP-Finanzminister vorwarf, er würde mit einem verfassungswidrigen Haushalt grüne Projekte finanzieren. Eigene Sparvorschläge hatte sie auch. Beispielsweise bei der Migration könnte man sparen, aber auch beim Bürgergeld. Und wir hören rein. Es gibt einen Ordnungsruf für die gerade gehörte Rede. Deshalb leider, weil ich es ungern mache, Ordnungsrufe zu verteilen. Es mir schön wäre, wenn alle sich in der Sache streiten, aber auf persönliche Angriffe verzichten. Und jetzt hat das Wort für die FDP-Fraktion Christian Dürr. Vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, hochverehrter Kollege Merz. Ich war ob Teilen Ihrer Rede etwas überrascht. Sie haben ja den Bundeswirtschaftsminister vom, ich glaube, Grünen Parteitag zitiert mit dem Hinweis, die Union sei in den 90er Jahren stecken geblieben. Ich teile die Auffassung des Wirtschaftsministers, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Sie haben sich daraufhin ja diebisch gefreut, dass die Wirtschaftsminister der 90er Jahre sozusagen ganz großartig gewesen sein. Und ich will Sie einfach nur darauf hinweisen, ein Wikipedia-Nachschlag hätte ausgereicht, um festzustellen, dass nicht ein einziger Wirtschaftsminister der 90er Jahre von der CDU-CSU gestellt worden ist, sondern ausschließlich von FDP und SPD, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ausschließlich. Also, das Lob nehmen wir an. Das Lob nehmen wir an. Aber man kann sich weiterentwickeln. Man kann sich weiterentwickeln, hochverehrter Herr Merz. Und eins ist richtig, der Bundeskanzler hat es gerade gesagt. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil Klarheit über die Ausnahmen von der Schuldenbremse und von Sondervermögen geschaffen. Es hat im Kern die Schuldenbremse im Grundgesetz gestärkt. Und ich will deutlich sagen, das Urteil, anders als es Ihre Rede den Eindruck erweckt hat, das Urteil hat nicht eine Praxis dieser Regierung beendet, sondern eine Praxis auf Bundes- und Landesebene, die von allen politischen Akteuren verantwortet wurde, unabhängig von der Parteifarbe. Und ich will sehr selbstkritisch sagen, ein Teil der Praxis, die das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, hat auch diese Bundesregierung fortgesetzt, und das war im Nachhinein ein Fehler. Aber die Tatsache, dass das nicht ausschließlich diese Bundesregierung betrifft, zeigt doch, dass der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther direkt auf dieses Urteil reagiert hat und für das kommende Jahr und das vergangene Jahr eine Notlage für den Landeshaushalt in Schleswig-Holstein ausgerufen hat, weil die Jährlichkeit nicht gegeben war. Und ich will Sie an Ihre eigene Regierungsverantwortung und die Haushaltsberatung, ich durfte damals Teil des Haushaltsausschusses sein, Herr Merz, erinnern. Das Bundesverfassungsgericht hat richtigerweise auch gesagt, es muss ein Sachzusammenhang bestehen zwischen einer Notlagesituation und den Entscheidungen des Haushaltsgesetzgebers. Und ich erinnere mich noch sehr gut an das Konjunkturpaket Ihrer Regierungszeit. Bei allem Respekt, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, im Nachhinein muss man doch kritisch feststellen, hatte der Stallumbau oder die nachhaltige Waldbewirtschaftung wirklich etwas mit der Corona-Pandemie zu tun? Oder muss man nicht im Nachhinein sagen, auch das war nicht rechtskonform? Diese Praxis jedenfalls hat diese Bundesregierung nie übernommen aus Ihrer Regierungszeit, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Ja, wir hätten die Frage der Jährlichkeit und gerade bei Sondervermögen früher beenden müssen. Das sagen wir sehr selbstkritisch. Und es sind für das laufende Haushaltsjahr Änderungen notwendig geworden. Der Bundeskanzler hat das ausgeführt. Es sind rechtliche Änderungen. Und wichtig an dieser Stelle ist, dass wir am Freitag einen Nachtragshaushalt beschließen werden, um nachträglich die richtigen und notwendigen Strom- und Gaspreisbremsen abzusichern. Aber wichtig ist auch für das Haushaltsjahr 2023, dass wir keine zusätzlichen Schulden machen werden. Im Gegenteil, es wird uns mit dem Nachtragshaushalt 2023 gelingen, die Nettokreditaufnahme des Bundes um über 40% zu senken, meine Damen und Herren. Das ist gute Haushaltspolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will etwas zur Schuldenbremse an der Stelle sagen, weil ja, dieses Urteil hat Rechtsklarheit geschaffen, aus der wir Konsequenzen gezogen haben für den Bundeshaushalt 23 und wir werden diese auch ziehen für den Bundeshaushalt 2024. Und ich will unumwunden einräumen, mir ist bewusst, dass die Schuldenbremse im politischen Raum unter Druck geraten ist. Katharina Dröge hat das ausgeführt. Sie hat vorhin einige Ministerpräsidenten zitiert. Bei den Menschen in Deutschland ist sie nach wie vor richtigerweise beliebt. Und man kann bei der Schuldenbremse politisch unterschiedlicher Meinung sein. Und ja, es gibt auch innerhalb der Koalition unterschiedliche Auffassungen dazu. Aber, Herr Merz, sich hier hinzustellen und ernsthaft zu behaupten, die Unionsfamilie sei an dieser Stelle geschlossen, ist ja wohl ein Witz. Schauen Sie nur auf diese Bank. Und ich will erinnern an Hendrik Wüst, an Daniel Günther, an Kai Wegner, an Rainer Haseloff, an Michael Kretschmer. Alle diese Unionsministerpräsidenten haben bereits öffentlich erklärt, dass sie bereit sind, die Schuldenbremse zu schleifen. Der Einzige, meine Damen und Herren, aus der Union, der in dieser Woche die Schuldenbremse noch nicht in Frage gestellt hat, ist Markus Söder. Aber, meine Damen und Herren, es ist ja auch erst Dienstag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich erwarte deshalb, dass der Weckruf aus Karlsruhe, so wie es das Bundeskabinett sofort entschieden hat, auch in den Bundesländern ankommt und dass man das Urteil entsprechend 1:1 umsetzt. Und deswegen will ich an der Stelle in aller Klarheit sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil immer wieder in Ihren Reden, ohne präzise zu werden, Herr Merz, ja der Eindruck entwirkt, dass hier ein anderes Finanzgebaren unterwegs sei. Das stimmt, zum Beispiel in Bezug auf Sondervermögen. Wissen Sie, wie viel Sondervermögen zu Ihrer 16-jährigen Regierungszeit gebildet worden sind? Es waren 15. Diese Bundesregierung schafft 5 Sondervermögen ab. Wir schaffen Haushaltsklarheit und Wahrheit im Gegensatz zu Ihnen, lieber Kollege Merz. Im Gegensatz zu Ihnen. Und ich will zum Schluss eines sagen. Ja, wir brauchen Zukunftsinvestitionen. Sie sind notwendig, um unsere Wirtschaft zukunftsfest zu machen. Wir stehen zu den öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur, beispielsweise der Bundesautobahnbau, den Katharina Dröge angesprochen hat, der Schienenausbau und so weiter und so fort. Alles Investitionen der öffentlichen Hand, die unter Ihnen vernachlässigt worden sind. Aber gleichzeitig braucht es einen Impuls für private Investitionen in Deutschland, meine Damen und Herren, um genau diese Zukunftsaufgaben zu stemmen. Und deswegen appelliere ich auch an der Stelle an die staatspolitische Verantwortung der CDU/CSU. Ich kann nicht nachvollziehen, wieso Sie aus taktischen Gründen im Bundesrat das Wachstumschancengesetz, was unser Land so dringend braucht, aufhalten. Geben Sie es endlich frei, damit diese Investitionen der Privatwirtschaft möglich werden. Ich danke Ihnen. Christian Dürr von der FDP, er verteidigt in seiner Rede den Nachtragshaushalt für 2023, der ja nun diese Woche beschlossen wurde. Die Schulden, so rechnet er, die man dann aufnehme für 2023, seien tatsächlich weniger, als man ursprünglich geplant hätte. Es geht weiter mit Dietmar Bartsch von der Linkspartei. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lassen Sie mich zunächst ausdrücklich nämlich den Worten des Bundeskanzlers bezüglich der Geiseln anschließen und noch einmal die Aufforderung anschließen, dass die Hamas möglichst umgehend alle Geiseln sofort freilässt, meine Damen und Herren. Ich finde richtig,
dass der Bundeskanzler hier heute eine Regierungserklärung nach Aufforderung der Opposition abgegeben hat. Das war überfällig, aber ich hätte mir sowohl seitens des Kanzlers als auch seitens der Redner der Regierungsfraktionen etwas mehr Demut erwartet. Denn die Realität ist doch, dass wir eine veritable, mindestens Regierungskrise haben. Ich meine, Herr Scholz, Sie haben davon gesprochen, dass es nur Konturierungen gab. Aber ehrlich gesagt, wenn das denn so ist, dann hätte ich doch erwartet, dass man mindestens ein solches Urteil vorbereitet. Aber Sie waren völlig unvorbereitet auf dieses Urteil. Das ist doch die Wahrheit. Völlig unvorbereitet, und das ist unverantwortlich, meine Damen und Herren. Die Realität ist doch, Deutschland hat offensichtlich ein Fachkräfteproblem, mindestens bei Finanzministern. Denn es war doch Olaf Scholz, der die glorreiche Idee hatte, die nicht genutzten Corona-Hilfen in den Klima- und Transformationsfonds umzuwidmen. Und Christian Lindner war es, der diesen Verfassungsbruch mit Ansage durchgewunken hat. Beide sind krachend gescheitert. Und Sie tragen die Verantwortung für die Regierungskrise und für die Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen in diesem Land, meine Damen und Herren. Es ist die Süddeutsche Zeitung, die von Tricksereien gesprochen hat. Es ist das Handelsblatt, was von Bilanzfälschung geredet hat. Es ist der Spiegel, der getitelt hat, Olaf Scholz vom Absturz eines Besserwissers. Nein, meine Damen und Herren, Sie sind keine Regierung von Format. Sie sind keine Regierung, die Probleme löst. Sie schaffen mit Ihrer unseriösen Politik Probleme. So kann man die viertstärkste Industrienation der Welt nicht regieren, meine Damen und Herren. Die Wahrheit heißt doch, die Notlage des Landes heißt Ampel. Aber dagegen helfen eben nicht einmal Kredite, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, machen wir uns jetzt vor, die Schuldenbremse wird dieser Tage faktisch von einem ihrer größten Fans zu Grabe getragen, nämlich von Christian Lindner. Ich habe jetzt verstanden, dass Friedrich Merz der nächste größte Fan ist. In der Union gibt es da aber offensichtlich sehr differenzierte Auffassungen dazu. Ich prophezeie mal, Sie werden auch 2024 die Schuldenbremse aussetzen werden müssen. Vielleicht liegt das ja auch daran, dass Herr Lindner den Wald vor lauter Schattenhaushalten nicht mehr sehen kann. Bringen Sie Klarheit in Ihre Finanzen. Beenden Sie die Kakophonie. Die Wahrheit ist nur eine völlig andere. Das Chaos geht doch weiter. Wie ist denn das mit den Energiepreisbremsen? In 5 Wochen haben wir Januar. Und die Realität ist, Christian Lindner sagt, alles aus und vorbei. 5 Minuten später sagt Kevin Kühnert, nein, die werden beibehalten. Ja, was ist denn nun die Wahrheit? Wie sollen dann Unternehmerinnen und Unternehmer planen in dieser Situation? Sie tragen eine Verantwortung. Genauso ist das mit den Investitionen in die Chipfabriken. Was ist denn da nur angesagt? Ich meine, Herr Haselhoff sagt, er hat mit dem Kanzler telefoniert. Na Donnerwetter, wenn das ausreichend ist, dann sind wir aber weit in diesem Lande gekommen. Meine Damen und Herren, die Schuldenbremse ist eine Investitionsbremse. Mit der Schuldenbremse verfällt die Infrastruktur. Was ist denn die Wahrheit? 2009 wurde sie eingeführt. Und wie ist denn jetzt die Situation? Gibt es eine bessere Situation bei der Bahn oder in den Bildungseinrichtungen oder in den Kliniken, in den Straßen, bei den Schienen? Nichts davon. Wir brauchen Investitionen nicht als Ausnahme, sondern als Regel für die nächsten Jahrzehnte, meine Damen und Herren. Ich meine, Olaf Scholz hat doch recht, nur wenn sich Deutschland modernisiert. Aber das sind Investitionen doch die Voraussetzung. Wie soll ein Land die gewaltigen Herausforderungen der notwendigen Transformation des Klimaschutzes bewerkstelligen, was nicht einmal anständig investieren kann? Die Schuldenbremse ist ein Anschlag auf die Zukunft, meine Damen und Herren. Aber es geht natürlich nicht nur um Investitionen, sondern natürlich geht es auch um Einnahmen. Und da meine ich ausdrücklich nicht, und wir meinen ausdrücklich nicht, mehr Einnahmen und höhere Steuern etwa für die hart arbeitende Mehrheit in diesem Land. Nein, im Gegenteil, da müssen die Belastungen sogar runter, bei Steuern und bei Strom. Aber es geht zum Beispiel um das Streichen von Ausnahmen auf die größten Erbschaften. Die sind die Erbschaften, je höher die Erbschaften, desto niedriger die Steuerlast. Also ich meine, meine Fraktion hat eine Anfrage gestellt. Von den 40 Erben, die über 100 Millionen, ich wiederhole, vererbt haben, von den 40 haben 31 nicht einen Cent Steuern gezahlt. Das ist doch ein Skandal. Unser Land ist eine Steueroase für Superreiche. Das muss man doch beenden, meine Damen und Herren. Das darf nicht so bleiben. Und was machen Sie real? Real erhöhen Sie die Mehrwertsteuer.
Sie erhöhen die Mehrwertsteuer für die Restaurants und nehmen damit auch eine Pleitewelle in Kauf. Das ist doch die Wahrheit. Ich meine, Sie erhöhen auch die Mehrwertsteuer für Schulessen zum Beispiel. Das ist im Übrigen ein Skandal. Da sollten Sie mal auf Kommunalpolitiker von Linker bis Union hören, die da eine andere Position haben. Sie haben im Wahlkampf was anderes versprochen, Herr Scholz. Und Sie lassen jetzt auch die Diskussion um Sozialleistungen laufen, auch in Ihrer Rede. Beenden Sie das doch und sagen Sie ganz klar, es wird keine Sozialkürzung in diesem Land geben. Das wäre so dringend notwendig, meine Damen und Herren. Und da ja völlig zu Recht auch die FDP dann von Ausgabenreduzierung spricht, ja, einverstanden, auch darüber kann man reden. Aber Sie haben ja bewusst einige Bereiche vollständig rausgenommen. Und das ist natürlich zuallererst der Rüstungsbereich. Der ist offensichtlich sakrosankt. Und das kann doch nicht sein. Verdopplung der Hilfe für die Ukraine wird einfach mal so locker zugesagt. Ich finde, da sollte man mal ein Fragezeichen setzen, genauso wie bei der Steigerung des Verteidigungsetats. Letztlich ist Ihre Haushaltsplanung Chaos pur. Sie setzt falsche Prioritäten. Sie schont die Vermögensten, das ist die Wahrheit. Arbeiten Sie endlich solide als mit ungedeckten Schecks auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Dietmar Bartsch von der Linkspartei, er kritisierte unter anderem die Vielstimmigkeit der Ampel, zum Beispiel bei der Energiepreisbremse. Und er argumentierte klar gegen die Schuldenbremse. Er nannte sie einen Anschlag auf die Zukunft. Nun Mützenich von der SPD-Fraktion, Fraktionschef der SPD-Bundestagsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt nichts drumherum zu reden. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist ein deutlicher Rückschlag und auch für mich eine Ernüchterung. Und wenn ich das sage, hat das Ganze auch eine Kehrseite. Ich habe es ja vielleicht noch am ersten Tag verstanden, dass Freude oder Häme hier überwogen hat bei denjenigen, die Kläger gewesen waren. Aber die zweite Frage, die sich doch dann direkt angeschlossen hat an dieses Urteil, war, werden wir den Herausforderungen und Notwendigkeiten für die Zukunft mit dieser Häme und mit dieser Freude überhaupt gerecht? Und ich will sagen, Herr Kollege Merz, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben es früher erkannt und offensichtlich Sie bis heute nicht. Ich bedauere das. Weil der Spruch hat Folgen. Für alle, für den Bund, für die Länder und damit auch indirekt für die Kommunen. Und er hat für die Zukunft dieses Landes mit Sicherheit seine Folgen. Wir verkennen die Probleme nicht, aber ich finde, auf der anderen Seite gehört mit dazu, aus einem demokratischen Parlament zu sagen, die Demokratie, die parlamentarische Demokratie, wird es schaffen, aus diesen Problemen die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Das ist etwas, was wir auch den Bürgerinnen und Bürgern schulden. Und insbesondere klarzustellen, das ist kein Staatsbankrott, das ist kein Haushaltsnotstand. Bei uns werden keine Behörden geschlossen, bei uns werden die Gehälter weiter ausgezahlt und wir sollten uns nicht mit den bösen Zeitgeistern, mit den sprunghaften Zeitgeistern einen Konkurrenzwettkampf leisten. Die Zeiten sind schlimm genug und deswegen will ich durchaus sagen, der Populismus an dieser Stelle geht fehl, meine Damen und Herren. Was heute von Bedeutung ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist nicht mehr, aber auch nicht weniger. Meine Fraktion hat es gestern getan. Ein Nachtragshaushalt, ein Antrag für den Deutschen Bundestag beschlossen und gleichzeitig auch die Ausnahmeregel, die das Grundgesetz bereithält, erneut zu aktivieren. Und ich kann nur sagen für meine Fraktion, wenn die Zeiten keine normalen Zeiten sind, und der Bundeskanzler hat darauf hingewiesen, welche Herausforderungen dieses Land, welchen Herausforderungen Europa, die Welt gegenübersteht, wenn es keine normalen Zeiten gibt, dann kann es auch keinen normalen Haushalt geben, so wie man sich das damals 2007 vorgestellt hat. Ich finde schon, dass wir politisch reagieren müssen, meine Damen und Herren. Und es gibt viele Gründe für das Fortbestehen
einer Beschreibung, die eben nicht normal ist. Hier ist oft der Krieg in der Ukraine genannt worden, und ich gehe, glaube ich, nicht ganz fehl in der Information, dass die Bundesregierung am 11. Juni nächsten Jahres der Gastgeber für die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine sein wird. Einem Land, was massiven Angriffen von Seiten Russlands ausgesetzt ist. Viele, die dort vor Ort sind, berichten von Bildern, die nicht nur an den Ersten Weltkrieg heranreichen, sondern wahrscheinlich sogar schlimmere Bilder sind, die davon berichten, dass Städte massiv angegriffen werden. Und wer, wenn nicht wir, die Demokratien stehen nicht nur mit einer militärischen Unterstützung an der Seite der Ukraine, sondern auch mit großen Leistungen, was die humanitäre Hilfe bedeutet und eben auch für den Wiederaufbau. Das ist eines der Gründe, dass wir uns anstrengen müssen, in diesen nicht normalen Zeiten auch haushalterisch darauf zu reagieren. Und jetzt kommt hinzu, meine Damen und Herren, der Gaza-Krieg. Ja, ich bin dankbar, ich bin der Bundesregierung, für meine Fraktion dankbar, dass sie mit anderen Regierungen, aber insbesondere mit dem amerikanischen Präsidenten, aber auch mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen nichts unterlassen hat, die Geiseln aus der Hand der Hamas zu befreien. Und wer glaubt, plötzlich wird diese Situation ganz einfach werden, ich glaube, der trügt. Weil diejenigen, die Israel vernichten wollen, schauen sich ganz genau an, was die Hamas jetzt in diesen Stunden macht. Sie hat ohnehin der PLO bereits den Rang abgelaufen, was den Widerstand bedeutet. Und irgendwann sind wir nicht sicher, ob nicht doch aus diesem Gaza-Krieg auch ein Flächenbrand wird. Die ersten Dinge, die da aus dem Jemen in Richtung Israel gegangen sind, die konnten noch abgewehrt werden. Aber was heißt es denn, wenn die Meerenge vor der jemenitischen Küste geschlossen wird? Nicht nur für Europa, sondern auch für Asien. Ich schließe daraus, dass wir noch unabhängiger werden müssen. Und ich glaube, es gibt viele Gründe, die eben für diese Ereignisse die Kontrolle des Staates entzogen worden sind und damit auch die staatliche Finanzlage so nicht mehr unter Kontrolle ist. Und deswegen, glaube ich, war es richtig gewesen, mit dem Antrag, den wir in dieser Woche in den Deutschen Bundestag einbringen, auch von Artikel 115 wieder Gebrauch zu machen. Und Herr Merz und liebe Kolleginnen und Kollegen, darauf lässt sich argumentieren. Ihr Kollege, der Ministerpräsident Günther, tut das freiweg in Schleswig-Holstein. Genau auf diese Gründe bezogen. Und da trifft er auf eine Opposition, die ihm für die notwendige Zweidrittelmehrheit eben verhilft, damit diese Notlage auch beschrieben werden kann. Deswegen wird auf Sie durchaus, und überlegen Sie es sich gut, ob Sie den Menschen im Ahrtal. Und wir müssen den Artikel 115 für diese Hilfen ziehen. Überlegen Sie gut, ob Sie die Hilfen für die Menschen im Ahrtal, in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen ablehnen, hier im Deutschen Bundestag. Und zum anderen, wenn wir heute über das Verfassungsgerichtsurteil sprechen, sprechen wir auch über den Haushalt 2024. Wir als SPD-Bundestagsfraktion haben die klare Absicht, noch in diesem Jahr auch diesen Haushalt zu verabschieden. Aus zwei Gründen. Und vielleicht reicht Ihnen ja der eine Grund nicht. Für uns ist er aber wichtig, dass insbesondere die sozialen Verbände, die unter Kürzungen des Haushaltsentwurfs gelitten haben und die in der Bereinigungssitzung wieder korrigiert worden sind, noch in diesem Jahr Planungssicherheit haben, weil sonst müssen sie eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Ich finde, das ist ein guter Grund. Und zum anderen, das Budgetrecht des Parlaments ist das vornehmste Recht des Deutschen Bundestages. Vielleicht könnten auch Sie mit überlegen, ob wir uns das nicht sichern sollten als Parlament. Deswegen bitte ich, dass wir den Haushalt 2024 rechtzeitig vor Ende des Jahres abschließen, uns
den Respekt erweisen, aber insbesondere den Menschen draußen im Lande, weil die brauchen die Sicherheit auch aus diesem Haushalt, meine Damen und Herren. Und zum anderen, und das bedarf diese Debatte, finde ich auch, ja, und das sagen wir schon seit Jahren, wir brauchen grundsätzliche Korrekturen an der Gestaltung der Schuldenbremse. Wir müssen uns noch fragen, ob sie angemessen ist vor den Herausforderungen dieser Zeit, die mehr als 15 Jahre ins Land gegangen sind. Das ist auch Aufgabe der Politik, nicht irgendwas sakrosant zu machen, sondern immer wieder sagen, reicht es aus für die Zukunft unseres Landes oder hat nicht sogar die Schuldenbremse diese Haushaltsführung provoziert? Vielleicht darf man ja diese Frage auch mal stellen. Und offensichtlich leiden ja auch die einen oder anderen Länder darunter. Aber ich, meine Damen und Herren, kann nur empfehlen, eine wahllos gegriffene politische Größe nicht als Monstranz vor sich herzuführen, wenn es um die Zukunft dieses Landes geht. Dieses Land hat etwas anderes verdient, nämlich in Zukunft zu investieren und nicht, meine Damen und Herren, in die Vergangenheit, ja. Und es ist gesagt worden, das ist nicht alles. Aber wir brauchen, meine Damen und Herren, einen aktiven Staat. Andere Länder, und ich will Demokratien zitieren, die dies mit Ehrgeiz auf den Weg bringen und mit Modernität, liegen mittlerweile meilenweit Deutschland voraus. Nicht nur in den Investitionen, sondern im Gründergeist und wo sie eben auch industrielle Kapazitäten aus Europa abziehen. Die USA ist hier genannt worden, aber ich will auch Spanien nennen. Großbritannien hat erst vorgestern 5 Milliarden Euro in die Batteriefertigung investiert. Und deswegen will ich sehr klar sagen, ich glaube, es ist richtig, auch für den nächsten Haushalt, für den mit Artikel 115 davon Gebrauch zu machen. Wir brauchen, meine Damen und Herren, diese Zukunftsinvestition. Zum anderen, um auch mal einer Geschichtsklitterung vorzubeugen. Der Fonds oder die Fonds, und mein Kollege Dörr hat ja beschrieben, wie lange es schon mit diesen Fonds im Bundeshaushalt ist, ist nicht die Erfindung einer Person. Und deswegen sage ich auch sehr deutlich, andere zum Sündenbock zu machen, werde ich nicht akzeptieren. Der Staatssekretär Werner Gatzer hat nicht mehr, aber auch nicht weniger gemacht, als das, was politisch gewollt ist, meine Damen und Herren, technisch umzusetzen. Ich finde, das gehört zur Wahrheit mit dazu. Und zum anderen, wenn wir schon über diese Geschichte reden, dann will ich auch hier gegenüber der Öffentlichkeit sagen, ich zumindest kann mich gut daran erinnern, dass in den in den Koalitionsverhandlungen gerade vor dem Hintergrund des hessischen Verfassungsgerichtsurteils genau über diese Schritte gesprochen worden sind. Und ich finde, politische Verantwortung gibt man nicht am Kleiderhaken auf, sondern dazu steht man, meine Damen und Herren. Und deswegen sage ich es auch noch mal, die es zumindest vielleicht interessiert. Hier wird ja vieles ganz schwarz an die Wand gemalt, was mit diesem Land, mit Deutschland verbunden ist. Wir sind das Land, was in Europa mit die geringste Schuldenquote hat, 62%, 20% unter dem Durchschnitt der europäischen Länder, 30% unter dem der Euro-Länder. Ich finde schon, das müssen Sie akzeptieren. Zahlen lügen einfach nicht. Da können Sie sich nicht gegen wehren. Und deswegen, ich glaube, dass in dieser Situation etwas vertretbar ist. Aber damit es Ihnen vielleicht noch mal besser gefällt und damit auch die politische Auseinandersetzung endlich mal in diesem Parlament zwischen uns auch klar wird. Es geht nicht um verfassungstechnische Fragen, sondern es geht darum, Verteilungsfragen auch in diesem Land immer wieder zu adressieren. Deswegen sage ich auch klar, ja, wir müssen über einen verfassungsgemäßen Haushalt reden, aber auf der anderen Seite auch über unverdienten Reichtum in diesem Land. Und wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
werden in einer Woche auf dem Bundesparteitag genau die richtigen Antworten auf diesen Herausforderungen geben, meine Damen und Herren. Es ist kein Zweifel, wir werden dieses Urteil umsetzen. Ich habe Respekt vor dem Bundesverfassungsgericht, aber ich will auch gleichzeitig sagen, ich hoffe auch, dass das Bundesverfassungsgericht vor anderen Verfassungsinstitutionen wie dem Deutschen Bundestag auch Respekt hat. Deswegen finde ich, wenn man sich gegenseitig Respekt erlaubt, kann man über das eine oder andere auch diskutieren. Ich bin mir unsicher, ob die kameralistische und strenge Auslegung von Jährlichkeit und Jährigkeit wirklich den Herausforderungen gerecht wird, meine Damen und Herren. Jeder Investor in diesem Land plant, glaube ich, länger als ein Jahr. Soziale Verbände sind darauf angewiesen, dass ihre Arbeit länger als ein Jahr dauert. Und schon gar nicht Naturkatastrophen halten sich an die Jährlich- und Jährigkeit, sondern sie, und das zeigt ja zum Beispiel das Ahrtal, was diese Herausforderungen sind. Deswegen will ich sagen, manche Argumentation erschließt sich mir nicht, und insbesondere die haushaltsverfassungsrechtliche Dogmatik in Übereinstimmung mit einem Richterspruch zu bringen, der uns vor einigen Jahren den Klimaschutz als Verfassungsrang definiert hat, hätte ich mir von diesem Urteil, meine Damen und Herren, schon erwartet, und dass 2007 dasselbe Bundesverfassungsgericht uns auch Anleitung zur Schuldenbremse gegeben hat. Das ist ja auch Teil der Wahrheit. Aber was mir am meisten aufgestoßen ist, und ich finde, das gehört zu einer öffentlichen Debatte dazu, einmal kann das passieren, wenn man sich einen langfristigen Zeitplan gibt. Damals, als es um das Gebäudeenergiegesetz ging und als wir es kurz vor der Sommerpause im Interesse der Menschen hier abschließend lesen wollen, gab es das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Auch jetzt wieder, einen Tag vor der Bereinigungssitzung mit diesem Urteil zu konfrontiert zu werden, provoziert auch manche Diskussion auch in meinen Reihen. Und auch das, meine Damen und Herren, müssen die Richterinnen und Richter wissen. Deswegen zum Schluss. Ich hab den Respekt gegenüber dem Bundesverfassungsgericht geäußert, aber ich will auch sagen, ich glaube auch, dass der Deutsche Bundestag Respekt verlangt. Meine Damen und Herren, der Haushalt 2024 sollte rechtzeitig beschlossen werden. Ich finde, in der Bereinigungssitzung ist Beachtliches geleistet worden. Darüber wird hoffentlich in den kommenden Wochen noch im Deutschen Bundestag ausreichend gesprochen werden. Aber ich will einen Punkt herausgreifen, den der Kinder- und Jugendpolitik. Der Kinder- und Jugendplan ist verbessert worden, die Elterngeldregelung ist verbessert worden, wir haben Mittel für die BAföG-Reform auf den Weg gebracht. Aber was mir ganz wichtig war, dass auch die Förderung des Sports für junge Menschen mit Behinderung Eingang in diesen Haushalt gefunden hat. Und da will ich ganz klar sagen, weil wir reden manchmal über Verfassungstechnik für die Haushaltsführung. Hier geht es konkret um junge Menschen mit Behinderung. Und das, meine Damen und Herren, ist die haushalterische Antwort auf einen Skandal, der leider viel zu schnell vergessen worden ist, der vom Chefpropagandisten der AfD, von Herrn Höcke, im Sommer diesen Jahres in die Welt gebracht worden ist, dass nämlich junge Menschen mit Behinderung, die geboren sind oder durch einen Unfall diese Behinderung davontragen oder durch Krankheit, eine Belastung für diese Gesellschaft sind. Was für ein Skandal, meine Damen und Herren! Und deswegen sage ich, hinter einem Haushalt stehen auch politische Antworten. Und deswegen sage ich auch denen, die da meinen, und das spreche ich niemandem ab, die Wahl ist frei. Aber wer sich den Luxus leistet, eine solche Partei in die Macht zu bringen, der muss sich nicht wundern, dass es nicht nur bei diesen Kindern und Jugendlichen bleibt, sondern dann sind die Kranken dran, dann sind die Rentnerinnen und Rentner dran, dann sind die Menschen, die so fühlen, auch so leben wollen, dran. Das ist die Konsequenz, und das ist auch in einer Haushaltsdebatte erforderlich, meine Damen und Herren. Deswegen sage ich,
Ohne soziale Gerechtigkeit und Anstand kann man eine freiheitliche Demokratie nicht bestehen. Deshalb entscheiden wir in diesen Tagen nicht allein über ein angepasstes Budget und über dessen verfassungsrechtliche Voraussetzungen. Es geht nicht allein um finanztechnische Fragen. In diesen Tagen entscheiden wir auch über ein verlässliches Maß an sozialer Gerechtigkeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Familien, junge Menschen, Kranke. Wir entscheiden über die Bollwerke einer lebensfähigen sozialen Demokratie, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Rolf Mützenich, Fraktionschef der Bundestagsfraktion der SPD. Er verteidigte die nachträgliche rückwirkende Ausrufung einer Notlage für das Jahr 2023, um entsprechend auch für 2023 nochmals die Schuldenbremse auszusetzen. Denn, so argumentierte er, es seien nach wie vor keine normalen Zeiten. Als Beispiel führte er an den andauernden Angriffskrieg auf die Ukraine und den nun neu gestarteten Krieg im Gazastreifen. Als nächstes hören wir Alexander Dobrindt, wir sehen ihn schon im Bild, von der CSU. Als nächstes hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Alexander Dobrindt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, politische Verantwortung gibt man nicht am Kleiderhaken ab. Dazu steht man, Herr Mützenich. Das waren Ihre Worte gerade. Genau das hätten wir heute an diesem Rednerpult erwartet. Es gab kein Wort des Bedauerns. Es gab keine Entschuldigung dieser Ampelregierung, meine Damen und Herren. Herr Bundeskanzler, Sie haben heute dem Deutschen Bundestag und der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass die Anwendungsregeln der Schuldenbremse vor diesem Verfassungsgerichtsurteil nicht wirklich bekannt gewesen wären. Sie haben weiter der Öffentlichkeit und dem Bundestag mitgeteilt, dass das Verfassungsgericht über eine Staatspraxis geurteilt hätte. Und Sie haben ferner, Herr Mützenich, auch noch die Dreistigkeit besessen, davon zu reden, dass die Schuldenbremse vielleicht sogar diesen Betrug provoziert hätte. Ich will Ihnen sagen, wie die Realität an dieser Stelle ist. Diese Worte von Ihnen, Staatspraxis, nicht bekannt, wie die Schuldenbremse wirkt, und dann auch noch zu behaupten, dass es vielleicht die Grundlage für den Betrug ist, das zeigt die ganze Arroganz und Respektlosigkeit, wie Sie mit diesem Urteil umgehen. Es war Ihre Ampelregierung, Herr Bundeskanzler, die Sie zu verantworten haben, die sich Milliarden Vorratsschulden in den Keller gelegt hat, die sich nach Belieben über Zeitpunkt und Zweck der Ausgaben dieser Schuldengelder selber entscheiden wollte und die alle Welt glauben machen wollte, dass sie die Schuldenbremse einhalten, obwohl jetzt klar ist mit dem Nachtragshaushalt, dass sie 45 Milliarden über die Schuldenbremse ausgegeben haben. Und deswegen hat die Süddeutsche natürlich recht, wenn sie am Wochenende titelt, die Trickser, das ist das Prädikat Ihrer Ampel. Und ich sage, es sind nicht nur Trickser, sondern es ist schlichtweg der Betrug an der Schuldenbremse, der hier begangen worden ist. Und jetzt haben wir heute wieder gehört, dass wie ein Mantra, das ständig vor sich hergetragen wird, dass es ja auch in der Vorgängerregierung schon einen Fonds mit Überjährigkeit gegeben hat, der in den Haushalt eingestellt worden ist. Was Sie dabei aber verschweigen, ist erstens, dass dieser Fonds hatte nicht Ihre Buchungstricks, um die Schuldenbremse zu übergehen, und zweitens, dass der Bundesfinanzminister zu diesem Zeitpunkt Olaf Scholz geheißen hat. Und deswegen hat das Verfassungsgericht nicht über eine Staatspraxis entschieden, sondern es hat über das System Olaf Scholz entschieden und es außer Kraft gesetzt.
Sie haben dabei übrigens alle Warnungen außer Acht gelassen. Alle Warnungen, die auch jetzt in den letzten Tagen ja wiederholt worden sind. Der persönliche Berater des Finanzministers, Professor Lars Feld, hat es noch mal deutlich gesagt, wörtlich zitiert: Trotz der Bedenken im Bundesfinanzministerium vor und nach dem Amtsbeginn der Bundesregierung kam es zu dieser Entscheidung. Der Stabilitätsrat hat sie explizit damals darauf hingewiesen, wörtlich zitiert: Damit droht, dass das verfassungsrechtliche Ziel der Schuldenbremse faktisch ausgehöhlt wird. Warnungen gab es genug. Sie wollten sie ignorieren. Sie wollten sie schlichtweg ignorieren. Und auch das sagt das Urteil. Es ist schlichtweg die Arroganz, die Sie am Schluss dazu gebracht hat, dass Sie die Verfassung gebrochen haben, meine Damen und Herren. Und Herr Bundeskanzler, Sie haben heute mit keinem Wort erwähnt, wie unsere europäischen Nachbarn über diese Finanzkrise in Deutschland denken. Die Menschen allerdings haben einen sehr klaren Eindruck davon bekommen, was sich in unserem Land verändert hat. Dass beim Besuch der italienischen Ministerpräsidentin hier in Berlin, bei ihrem gemeinsamen Auftritt, die italienische Ministerpräsidentin von Journalisten gefragt wird in Bezug auf ihre Finanzfragen, ob da Deutschland noch ein verlässlicher Partner ist. Das hätten sich die Menschen in unserem Land niemals vorstellen können. Das berührt die Menschen. Und das, meine Damen und Herren, zeigt die ganze Verzweiflung, in der sie diese Bundesregierung gebracht haben. In Europa werden aktuell die Verhandlungen über einen gemeinsamen Haushalt geführt. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der wird auch neu verhandelt werden. Die Akzeptanz über das Einhalten von Regeln spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. Und wir haben das in der Vergangenheit schon mal erlebt. Denken Sie zurück an die Euro-Finanzkrise, was wir da erlebt haben. Die Finanzstabilität und Solidität Deutschlands, die hat die gemeinsame Währung zusammengehalten. Deutschland war es, die den Euro am Schluss gerettet haben. Wenn die Haushaltsregeln in Deutschland nicht mehr eingehalten werden, dann wird es schwer, in Europa unsere Partner zur Haushaltsdisziplin zu bewegen. Das heißt, Herr Bundeskanzler, mit Ihrer Politik gefährden Sie die Finanzstabilität in Europa. Das ist die Wahrheit. Ich hätte heute übrigens erwartet, dass Sie ein klares Bekenntnis abgeben, Herr Bundeskanzler, dass Sie die Schuldenbremse 2024 einhalten wollen. Ich hätte dieses klare Bekenntnis erwartet, weil es ein paar andere verstörende Wortmeldungen, die er hier gegeben hat. Herr Mützenich, ich habe sehr genau aufgepasst. Sie haben mehrfach die Ukraine in Ihrer Rede erwähnt. Sie haben mehrfach von unnormalen Zeiten gesprochen. Das ist doch nichts anderes, als dass Sie vorbereiten wollen, dass 2024 die Schuldenbremse auch nicht mehr eingehalten wird. Und ich will Ihnen damit auf die Reise geben bei Ihren Beratungen. Wir werden auf absehbare Zeit keine normalen Zeiten mehr erleben. Wer das als Ausrede nimmt, der wird nie wieder zu soliden Haushalten zurückführen, meine Damen und Herren. Und anstatt, dass Sie dem Bundestag und der Öffentlichkeit mitteilen, wie Sie die Schuldenbremse 2024 einhalten können, sind weite Teile Ihrer Koalition jeden Tag damit beschäftigt, darüber zu diskutieren, wie man die Schuldenbremse abschaffen kann oder wie man die Schuldenbremse aufweichen kann. Das ist schlichtweg kein Bekenntnis zum Einhalten der Schuldenbremse und der Regeln. Wir haben am Parteitag der Grünen Herrn Habeck auch sehr genau zugehört, der formuliert hat, mit der Schuldenbremse, ein Zitat, mit der Schuldenbremse haben wir uns freiwillig die Hände auf den Rücken gefesselt und ziehen in einen Boxkampf. Nur mal hier zu den Fakten. In diesem Jahr 2023 ist es möglich,
mit Einhalten der Schuldenbremse legal über 40 Milliarden Euro neue Schulden zu machen. Im nächsten Jahr ist es legal beim Einhalten der Schuldenbremse möglich, über 20 Milliarden neue Schulden zu machen. Sie wollen einfach nicht mit diesem Geld zurechtkommen. Für Sie reicht dieses Geld schlichtweg einfach nicht aus. Und deswegen sage ich Ihnen, Herr Habeck, die Ampel ist doch kein Boxer, dem man die Hände gefesselt hat. Die Ampel ist ein Schuldensüchtiger, den man bei der Beschaffungskriminalität entdeckt und erwischt hat. Wissen Sie, die Schuldenbremse wurde doch genau deswegen eingeführt, um so eine Politik zu verhindern. Die Schuldenbremse wurde doch genau deswegen eingeführt, um vorzubeugen, dass Politik ausschließlich auf Kosten der kommenden Generation gemacht worden ist. Die Schuldenbremse soll doch schlichtweg verhindern, dass die Ausgaben ins Uferlose wachsen. Sie soll disziplinieren. Das ist doch schlichtweg die Aufgabe der Schuldenbremse. Und deswegen sage ich Ihnen auch an dieser Stelle, Sie können mit uns selbstverständlich darüber reden, wie man solide Haushalte aufstellt. Aber wir reichen keine Hand dafür, unsolides Haushalten in dieser Bundesregierung zum Dauerbeschäftigung zu machen. Wir geben Ihnen nicht die Hand dafür, dass die Abschaffung der Schuldenbremse legalisiert wird. Dafür haben Sie nicht unsere Unterstützung. So, wir waren jetzt auch überrascht zu hören, dass Sie, Herr Mützenich, den Haushalt 2024 noch in diesem Jahr beraten wollen. Es gab gestern ein Schreiben des Bundesfinanzministers, der hat in diesem Schreiben an alle Kolleginnen und Kollegen darauf hingewiesen, dass er den Haushalt 24 gemeinsam mit dem Haushalt 25 beraten will. Das riecht nicht danach, dass das in diesem Jahr noch stattfinden kann. Möglicherweise sind auch Sie hier nicht einig und möglicherweise sind Sie auch hier nicht in der Lage, eine gemeinsame Linie zu finden. Ich kann Ihnen an der Stelle nur sagen, das, was der Bundesfinanzminister in der letzten Debatte hier formuliert hat, Bildung, Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit, wörtliches Zitat, all das ist möglich bei den bestehenden Einnahmen ohne Flucht in neue Schulden oder höhere Steuern. Herr Bundesfinanzminister, wir nehmen Sie schlichtweg hier beim Wort. Dieses Land hat kein Einnahmeproblem, es hat schlichtweg ein Ausgabeproblem. Das heißt, setzen Sie endlich. Setzen Sie den Sparstift an. Dieses Land braucht schlichtweg kein Heizungsgesetz, das dem Staat und Bürger Milliarden kostet. Es braucht keine 5.000 neuen Sacharbeiterstellen, um die Kindergrundsicherung auszubezahlen. Und es braucht kein Bürgergeld, das die Menschen in die Sozialhilfe treibt und nicht in die Arbeit integriert. Das braucht dieses Land nicht. Und sehr geehrter Bundeskanzler, dass Sie das Wort des Bedauerns und der Entschuldigung hier nicht in der Lage waren, gegenüber der Öffentlichkeit und dem Bundestag zum Ausdruck zu bringen, das empfinde ich schlichtweg als nicht angemessen. Ich empfinde das nicht als angemessen. Und ich kann Ihnen sagen, dieses Land braucht Führung und keine Phrasen. Zeigen Sie Führung und beenden Sie endlich dieses Ampeldrama. Herzlichen Dank. Erneut eine aggressive Rede von Alexander Dobrindt von der CSU. Er wiederholte eben zum Ende der Rede nochmals, dass er eine Entschuldigung von Kanzler Scholz in dessen Regierungserklärung vermisst habe. Wir machen weiter mit Sven-Christian Kindler, Haushälter aus der Fraktion, aus der Bundestagsfraktion der Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das war ein schönes Schlusswort, Herr Dobrindt. Das Land braucht Führung und keine Phrase. Das hat Ihre Rede sehr gut ausgezeichnet und zusammengefasst. Und ich hätte mir ja auch ein bisschen mehr Demut gewünscht, wenn ich Ihre Rede gehört habe, angesichts der Maut, die Sie beschlossen haben. Aber das ist vielleicht eine Stilfrage, die uns von Ihnen unterscheidet. Herr Merz, ich wollte was zu Ihrer Rede sagen. Sie haben sich als Mann der 90er Jahre geoutet, jetzt gehen Sie nach hinten. Aber ich wollte trotzdem noch mal eingehen.
Ich finde ja gut, dass Sie dazu stehen, dass Sie ein Mann der 90er Jahre sind. Ich finde es gut, wenn man zu sich selbst steht. Ich wollte darauf hinweisen, darauf hat auch der FDP-Kollege schon hingewiesen, Herr Dürr. Ich bin sehr froh, dass der heutige Wirtschaftsminister Robert Habeck heißt und nicht Jürgen Möllemann. Um das klar zu sagen, sehr zart für die FDP, aber ich glaube, da gibt es einen breiten Konsens in diesem Haus. Und in den 90er Jahren, Herr Merz, waren Sie schon im Bundestag. Ich war auch in der Grundschule. Aber ich habe damals schon aufgepasst, wie die finanzpolitischen Rahmendaten waren. Und ich will Sie noch mal daran erinnern, wie das war. Theo Weigel war Finanzminister. Die Staatsschulden in Deutschland sind um 600 Milliarden deutsche Mark, D-Mark, auf 1,45 Milliarden D-Mark gestiegen. 850 Milliarden D-Mark sind die Staatsschulden von 1990 bis 1998 gestiegen. Es gab eine Vermögensteuer noch in Deutschland in den 90er Jahren, die hat Theo Weigel sogar erhöht. Es gab einen Solidaritätsbeitrag. Der Spitzensteuersatz lag bei 53% und die Schuldenbremse war nicht im Grundgesetz. Ich finde es spannend, dass Sie in diesen finanzpolitischen Rahmendaten orientieren wollen, dass das Vorbild nehmen. Ich bin gespannt auf Ihre Initiativen dazu in der nächsten Zeit, Herr Merz. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das Bundesverfassungsgericht hat uns einen klaren Auftrag gegeben. Und ich will hier sehr klar sagen, das war ein Fehler, der zweite Nachtragshaushalt 21. Darum kann man nicht drum rumreden. Und gleichzeitig hat es aber massive Auswirkungen für die Staatshaushalte in Bund und Ländern. Aktuell hat gerade Rainer Haselhoff per Deutsche Presseagentur erklärt, dass ihr Sondervermögen, das sie in Corona aufgenommen haben mit Notlagenkrediten, dafür 2023 und 2024 die Notlage erklären werden. Genauso macht es Daniel Günther, CDU-Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. Der Landtag hat es beschlossen, 2023, 2024 für die Notlage erklärt. Das heißt, wir haben noch eine gemeinsame Verantwortung jetzt auf Grundlage dieses Urteils. Da darf man sich nicht wegducken, da muss man der Verantwortung auch stehen als Union. Und ich glaube, das unterscheidet eben Friedrich Merz und die Oppositionsfraktionen der Union hier im Deutschen Bundestag von den Regierungspolitikern, die in Verantwortung stehen. Die CDU-Ministerpräsidenten und andere Politiker in Verantwortung stehen, müssen sich eben konkrete Gedanken machen, wie wir zukünftig Haushalte aufstellen. Das machen Kai Wegner, das machen Rainer Haselhoff, das macht Michael Kretschmer, das macht Hendrik Wüst, die ja alle darüber gesprochen haben, dass sie einen Modernisierungsbedarf bei der Schuldenbremse sehen, weil sie sich die Frage stellen, wie können wir in Zukunft eigentlich noch Investitionen finanzieren oder nach diesem Urteil. Und es ist, stellt sich eben die Frage, wie können wir jetzt, es hilft der nächsten Generation noch nichts, wenn durch Schulen durch die Decke tropft, es hilft der nächsten Generation nichts, wenn die Infrastruktur verrottet, wenn Eisenbahnbrücken gesperrt werden müssen und nicht mehr befahren werden können. Es hilft der nächsten Generation nichts, wenn die klimaneutrale Transformation der Wirtschaft jetzt gestoppt wird. Und deswegen müssen wir darüber reden, wie wir diese Investitionen in Zukunft finanzieren können. Und wirtschaftspolitisch wäre es auch sinnvoll, sich in ein Unternehmen zu investieren. Jedes große, jedes kleine, jedes mittelständische Unternehmen finanziert Investitionen nicht nur aus Eigenkapital, nicht nur aus laufenden Einnahmen. Sie finanzieren es über Fremdkapital, anders gesagt über Kredite, über Schulden, weil es eben nachhaltige Investitionen geht, um so werthaltige Investitionen geht, die neues Vermögen schaffen. Deswegen machen das Unternehmen. Wir müssen darüber reden, wie wir im Rahmen der Schuldenbremse, die wir nicht abschaffen wollen, aber die wir erweitern wollen, die wir öffnen wollen für Investitionen, jetzt wieder Investitionen schaffen. Wir freuen uns auf Vorschläge aus der CDU. Wir freuen uns auf Vorschläge der CDU-Ministerpräsidenten. Und ich will jetzt klar sagen, es geht bei den 60 Milliarden jetzt im KTF geht es um Klimaschutz, es geht um die Einhaltung von Gesetzen, es geht die Einhaltung von Abkommen, das völkerrechtliche Pariser Klimaabkommen, es geht um das Klimaschutzgesetz und es geht um den Kern der Generationengerechtigkeit, dass unsere Kinder, unsere Enkel noch eine Zukunft auf diesem Planeten haben. Darum geht es beim Klimatransformationsfonds. Aber es geht gleichzeitig auch darum, bei den 60 Milliarden Euro um die Zukunft der deutschen Wirtschaft. Es geht darum, wie wir grünen Stahl schaffen können, wie wir die Chemieindustrie umbauen können, wie wir die Zementindustrie umbauen können. Es geht darum, dass Solarproduktion, es geht um die Windkraftproduktion, dass sie nicht nur in den USA und China stattfindet, sondern dass sie in Deutschland stattfindet. Es geht darum, dass Batteriezellenproduktion in Deutschland, in Schleswig-Holstein stattfindet. Es geht darum, dass wir die Gebäudesanierung organisieren und finanzieren. Es geht um die Mobilitätswende, und zwar überall in Deutschland. In Sachsen, in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg, in Schleswig-Holstein, im Saarland, in Bremen, in NRW, überall. Es geht um Zehntausende, Hunderttausende Arbeitsplätze, die wir nicht gefährden dürfen. Und deswegen haben wir eine gemeinsame Verantwortung, das jetzt langfristig zu finanzieren. Und diese gemeinsame Verantwortung haben wir alle. Die Bundesregierung, die Koalition hier im Parlament, die demokratische Opposition und die Landesregierung. Diese gemeinsame Verantwortung müssen wir jetzt annehmen. Danke. Und Christian
Frank Kindler von der Grünen Bundestagsfraktion. Und an dieser Stelle blenden wir uns aus der Debatte nach der Regierungserklärung von Kanzler Scholz aus. Eine Debatte, die geprägt war von Häme und persönlichen aggressiven Angriffen, aber eher nicht von konstruktiven Lösungsideen, wie man die 60 Milliarden Finanzlücke schließen kann. Ein letztes Mal geben wir ab zu meiner Kollegin Andrea Maurer. Vor dem Plenum steht sie. Und von dir, Andrea, hätte ich gerne deinen Eindruck. Hat denn der Kanzler geliefert, zum Beispiel Selbstkritik oder Lösungsideen? Ja, er hat es nicht, würde ich sagen. Und es ist schon erstaunlich, dass er die Erwartungen, die im Vorfeld an seine Rede gestellt wurden, da war ja die Presselage auch klar, die Forderungen standen im Raum, dass er da diese Erwartungen gar nicht mit seiner Rede abgeglichen hat. Es war ja auch klar, dass Selbstkritik von ihm erwartet wird. Aber Olaf Scholz ist sich im Grunde genommen treu geblieben. Es war eine Rede im Stil Olaf Scholz. Er hat fast alles richtig gemacht. Er lässt sich nicht treiben. Zum Haushalt 2024 der Frage aller Fragen hat er nichts gesagt. Das ist ein politisch zu heikles Thema. Und so wird wohl heute auch diese Rede nicht in die historischen Regierungserklärungen eingehen. Es war keine Rede im Stil der Zeitenwende-Rede, die er hier im Parlament im Nachklapp zu dem Angriffskrieg auf die Ukraine gehalten hat. Dank dir sehr, Andrea Maurer, für diese erste schnelle Einordnung. Das war's von uns. Die Regierungserklärung des Kanzlers zum Haushalt, der dieses Jahr eine Zerreißprobe für die Ampel ist. Wir danken für Ihr Interesse. Hier geht's weiter mit den 12 Uhr heute Nachrichten. Tschüss und auf Wiedersehen.